Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Heroes of the Storm. Tatsächlich sind wir endlich in Heroes of the Storm 2.0 angekommen. Das kam letzte Woche raus, also das gibt es jetzt schon über eine Woche. Zusammen damit kamen etliche neue Features. Das ist völlig kostenlos, wie eine große Erweiterung. Es gibt so einige Neuerungen und die möchte ich in diesem Video vorstellen. Ich habe Cassia auch schon die letzte Heldin gekauft. Die stelle ich im nächsten Video, also dann morgen für euch vor. Heute geht es erstmal um Heroes of the Storm 2.0, denn hier gibt es einige Neuerungen und um die will ich mich erstmal kümmern. Ja, zusammen mit Heroes of the Storm 2.0 kam eben Genji, der kybernetische Ninja aus Overwatch, ins Spiel als neuer Held und seine Heimat Hanamura als neue Karte mit neuen Optionen. Aber um die soll es heute erstmal nicht gehen. Um Hanamura kümmern wir uns dann, glaube ich, morgen zusammen mit Cassia. Ich will jetzt mich einfach mal umgucken. Ich fange wie immer unten an. Das nicht wirklich viel Sinn ergibt, ich mach's trotzdem. Im Gruppenfenster gibt's nichts Neues. Man sieht hier hin und wieder mal, dass die Leute jetzt neue Rahmen haben. Sieht man hier aber ganz schlecht. Ich kann mal hier im Chat gucken. Also Gold und Lila gibt's immer noch, aber dann gibt's zum Beispiel noch Rot und Grün. Dazu kommen wir gleich. Dann gibt's Quests. Und zwar für die erste Woche, in der Heroes of the Storm 2.0 rauskam, kam die Nexus heraus vom 2.0. Bestreite 5 Spiele mit einem Freund. In der ersten Woche war das die für Oni Genji, die es schon mal gab, nur ein bisschen erweitert. Also selbst ich, der die schon gemacht hat, für den hat es sich gelohnt, die nochmal zu machen. Die gute Nachricht ist, man kann die immer noch machen. Also die werden einfach nur wochenweise freigeschaltet, aber wenn man die erste Stufe noch nicht gemacht hat, kann man sie noch machen. Und dann schaltet man halt direkt die zweite Stufe frei. Die erste Stufe ist, spiele 5 Spiele mit einem Freund, also jemanden aus der Freundesliste. Es kann auch ein Fremder sein, ein bisschen einfach nur als Freund hinzufügen, dann eine Gruppe und spiele gegen die KI. Schnell suchen, ungewertet oder gewertet machen. KI geht am schnellsten, das habe ich auch gemacht. Und da kriegt man dann eben Oni Genji in Overwatch, Oni Genji aber auch noch in Heroes, das ist neu, ein neuer Skin. Neue Skins für das Orochi Hoverbike, ein Spray, ein Banner etc. Also viele neue kosmetische Gegenstände, um die wir uns hier gleich kümmern. Und in Overwatch, wie gesagt, auch Spray Oni, Oni Genji und Porträt Oni Genji, die ich aber eben schon vom letzten Mal hatte. Aber auch für die, die es schon hatten, da kamen noch ein paar neue Sachen zu, so 3, 4, 5, keine Ahnung. Für die zweite Woche, und insgesamt gibt es 5 Wochen, für die zweite Woche ist jetzt erst der Nexus heraus von 2.0, bestreite 5 Spiele mit einem Freund in den Modi Schnellsuche ungewertet und gewertet. Sprich, ihr müsst wirklich PvP machen. Könnt nicht einfach gegen die KI rushen, also ihr müsst wirklich 5 volle Spiele spielen. Dafür gibt es dann als Belohnung das Polizeihoverbike von Busan, das Ranger-Polizeihoverbike und das Superglander-Polizeihoverbike. Das ist einfach nur ein Mount mit 3 verschiedenen Färbungen. Die sind jetzt alle aufgeteilt in die Färbungen. Die muss man jetzt alle einzeln freischalten. Hier kriegt man halt alle 3 gleichzeitig. Und man kriegt sogar noch in Overwatch den Skin Wachtmeisterin Diva. Der ist legendär und ist halt Diva als Polizistin von Korea. Tägliche Quests gibt es immer noch. Ich habe jetzt gelesen, es gibt eine Quest, wo man gegen die KI spielen muss. Vielleicht gab es sie auch schon vorher. Ich glaube aber, die ist nur für neue Spieler, beziehungsweise wenn man noch unter einem gewissen Level ist, dass man gegen die KI spielen soll oder darf. Also ich glaube, ich kriege diese Quest nicht mehr. Ansonsten ist bei den Quests mehr oder weniger alles beim Alten. Jetzt gibt es hier unten noch den Fortschritt, und zwar erreiche Heldenstufe 10 mit Cho. Der ist halt am nächsten dran. Und dafür kriege ich dann eine Beutetruhe für Cho. Das sind neue Gegenstände und in den Beutetruhen von Cho sind dann eben Sachen, unter anderem Sachen für Cho drin. Also nicht nur Sachen für Cho, aber es ist garantiert irgendwas für Cho drin. Es kann auch was nicht so Seltenes sein. Dann hier als zweites haben wir erreiche Heldenstufe 5 mit Cassia, die spiele ich morgen. Dafür gibt es dann wie immer 500 Gold. Für jedes 5. Level pro Held, und Level erreicht man jetzt schneller, also Level sind jetzt unendlich und man kann 15, 15, 20, 25, 30, ich glaube ab Level 13, dauert es am längsten, aber dann dauert es immer gleich lang. Also 13, 14, 15, 16 und 600 ist immer die gleiche Länge, das Level zu erreichen. Das ist jetzt ein bisschen mehr wie in Overwatch. Ja, Cassia, wenn ich die auf 5 habe, kriege ich halt 500 Gold. Auf 10 kriege ich 500 Gold und eine Lootbox, also eine Beutetruhe von Cassia. Also alle 10 Level gibt es eine Beutetruhe für den Helden und alle 5 Level gibt es Gold. Also auch auf Level 10 gibt es dann Gold und die Beutetruhe und nicht eins von beiden. Und als 3 erreiche Heldenstufe 10, also Cho ist jetzt so nah dran, dass mir ein anderer Held gar nicht angezeigt wurde. Das ist Absicht, weil ich habe ja vorher schon dafür gesorgt, dass meine Helden so gut gelevelt sind, dass sie jetzt ein günstiges Level für Heroes 2.0 haben. Da gab es reichlich Beiträge auf Reddit, die ich mir durchgelesen habe diesbezüglich. So, dann gehen wir mal in die Optionen. Hier gibt es eigentlich nichts Neues. Es gibt ein paar neue Hotkeys, die habe ich aber tatsächlich noch nicht gefunden. Ich kann ja mal kurz gucken, Heldensteuerung. Schnellping für Rückzug, Talentwahl. Emote Rad ist mit X. Okay,
X muss ich mal ausprobieren. Spray ist auf T. Spruch ist auf I. Muss ich mir merken. Hier sind alle nicht belegt. Ja, gut, egal. Gut, muss ich mir merken, weil die werden wir brauchen. Das ist nämlich neu. Dann gibt es den in den Tutorials. Die sind mehr oder weniger neu. Die sind jetzt nicht durch Heroes of the Storm 2.0 neu, aber ich wollte sie einfach mal zeigen. Willkommen bei Heroes of the Storm. In diesem Tutorial lernst du die Grundlagen von Heroes of the Storm kennen. Du erfährst unter anderem, wie man kämpft, als Team Stufen aufsteigt, Talente wählt und Söldner rekrutiert. Ich glaube, das ist ein ganz normales Spiel. Also man kann hier eine Rolle wählen. Dann kann man sich eben Assassinen, Krieger oder einen Unterstützer aussuchen. Leider keinen Spezialist oder irgendwas anderes. Und wenn man dann jeweils eine Runde mit denen spielt, also man kann eine Runde hier spielen und zwei hier oder zwei hier und eine hier oder drei hier und drei da, ist scheißegal. Hauptsache man spielt die drei Spiele und dann kriegt man eben diese Helden geschenkt, sprich diese ganzen Keys für Jaina, die man eigentlich in jedem World of Warcraft Paket oder so drin hat, da ist immer Jaina drin, der ist eigentlich völlig unnütz und ich glaube man kriegt alle drei, ich weiß nicht ob man nur einen kriegen darf. Also hier ist eben Jaina, Assassine. Assassinen sind tödliche Kämpfer, die hohen Schaden versuchen und Gegnern den Rest geben, verlangsamt Gegner, hoher Schadenfähigkeit, die in einem Zielbereich wirken. Mura den Krieger, Krieger stürzt sich mit Begeisterung ins Getümmel, initiieren Teamkämpfe und Schützformation, mobil betäubt Gegner, schnelle Lebensregeneration. Tyrannen, Unterstützer, Unterstützer kämpfen eher nicht an vorderster Front, sondern heilen und verstärken ihre Verbündeten von weiterhin. Halt Verbündete, betäubt Gegner, halt den Schaden von Verbündeten. Ich drücke jetzt einfach mal auf Spiel mit Muradin, weil ich gucken will. Ich wollte das eigentlich vorher machen, habe ich völlig vergessen, aber naja gut, ist heute eine etwas längere Folge. Willkommen bei Heroes of the Storm, Heldenfähigkeiten. Investe deine verschiedenen Fähigkeiten, um die Gegner in die Knie zu verbringen. Zwing gegnerische Diener und Forts. Besiege gegnerische Diener, zerstöre gegnerische Gebäude, um MP zu erzeugen und stärker zu werden. Zerstöre die Zitadelle des Gegners, zerstöre die gegnerische Zitadelle, um das Spiel zu gewinnen. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Okay, ich hätte gar nicht so vor mich hin sabbern müssen. Okay, ist einfach eine normale Runde. Tutorial. Willkommen bei Heroes of the Storm. In diesem Tutorial lernst du die grundlegenden Mechaniken des Spiels kennen. Das werde ich jetzt natürlich nicht spielen, weil es einfach nur ein Tutorial ist und eine ganz normale Runde quasi darstellt. Dein ultimatives Ziel ist es, die gegnerische Zitadelle zu zerstören, ohne dass die Zitadelle deines Teams fällt. Ach ja, das habe ich glaube ich schon mal ausprobiert. Es gibt drei Wege, die zur gegnerischen Basis führen. Jeder sollte mindestens von einem Helden bewacht werden. Sowas sollten echt mal viele Spieler spielen, weil alle rennen immer Mitte zu fünft und zergen. Aber jeder Weg sollte besetzt sein, damit man eben Erfahrung sammelt. Falls du nur noch wenige Lebenspunkte hast, kannst du dich in die nächste Stadt zurückziehen und dich per Rechtsklick am Heilbrunnen heilen. Das ist auch so eine Sache, die manchen Spielern gar nicht bewusst ist. Jeder kann den Heilbrunnen einfach so benutzen. Jeder hat eine eigene Abklingzeit. Alternativ kannst du mit dem Ruhestein zum Startbereich zurückkehren, wo du kontinuierlich geheilt wirst. Also ist nicht so, wenn ich jetzt den Heilbrunnen leer trinke, dass mein Kumpel den nicht mehr trinken kann. Das darf er ruhig noch. So, und jetzt werden hier einem nur die Basistaktiken beigebracht. Du spielst Muradin. Ein 10 Nahkampfkrieger kann sich schnell ins Getümmel stürzen, um seinen Gegner zu behindern und seine Verbündeten zu verteidigen. Ist aber nicht unser Wille. Nimm dir einen Moment Zeit, dich mit der Steuerung vertraut zu machen. Die grundlegenden Steuerungsbefehle sind zum Tippfenster oben links. X war Emote. Tanzen, Spray, Spruch, verspotten. Aha. Okay, ich verlasse das jetzt hier mal, weil das ist nicht so wichtig. Hier haben wir bei Series of the Sun 2.0 Zeratul für StarCraft, Valor für Diablos, Thrall für Warcraft, Tracer für Overwatch und ETC für etc. Also etc. andere Helden. Wobei da eigentlich die Vikings, aber für den Witz ETC etc. Nächstes Herausforderung 2.0. Ja, das ist hier Wachtmeisterin Diva, die gibt es als Skin in Overwatch jetzt und Diva kommt bald auch in den Nexus und wird dann auch diesen Skin hier haben. Genauso wie Genji jetzt seinen Skin hier so hat. Und das ist dieses Hover-Bike von Busan. Moment. Da steht auch Woche 2, begonnen. Spiel mit Freunden, halt Belohnung in Heroes und Overwatch. Übrigens, Blizzard hat selber hier Heroes, Abkürzung von Blizzard. Es ist nicht HOTS, weil HOTS ist Heart of the Swarm. Nur nochmal, um das zu erwähnen. Ja, finde ich sehr schön. Vor allem Diva bin ich echt gespannt, wie die sich spielen wird. Dann gehe ich nochmal in die Tutorial. Willkommen beim Schlachtfeldtraining. Auf jedem Schlachtfeld gibt es eine sehr mächtige Mechanik, die dir vom Helden kommt. Wir sind Trainingsspieler, lernst du die besondere Mechanik des verfluchten Teils kennen. So, dann nehme ich jetzt einfach mal Jaina, aber ich denke mal, das wird eine ganz normale Runde sein. Willkommen beim Schlachtfeldtraining. Schlachtfeldereignisse. Auf jedem Schlachtfeld gibt es einzigartige Ereignisse, die dir dabei helfen, deinen Gegner zu besiegen oder ihre Verteidigung zu zerstören. Tribute. Aber arbeite mit deinem Team zusammen, um deine Tribute zu erobern, um drei Tribute zu erobern, um so den Rahmenfürsten dazu zu bringen, das gegnerische Team zu verfluchen. Fluch des Rahmenfürsten. Verfluche das gegnerische Team, um für kurze Zeit die Städte wehrlos zu machen und die Lebenspunkte ihrer Diener auf 1 zu verringern.
den Kampf vor Helden. Ich jetzt hier nicht. In diesem Spiel erwarten dich dein erstes Schlachtfeld eigentlich. Jedes Ereignis funktioniert anders. Bei dem kannst du Tribute erwarten, um den Gegner zu spielen. Es erfreut mein Herz. Jetzt gibt es auch Talente. Permafrost, die Dauer von Unterkühlung ist empfohlen. Steuern loslassen und N drücken, um Talentfenster zu schließen. Ja. Okay, ist also eine ganz normale Runde zum Training, also wirklich ein Tutorial, wo man ins kalte Wasser geworfen wird. Finde ich sehr schön. Da würde ich halt jedem empfehlen, gerade jetzt die Neuen, die durch diese Nexus-Herausforderung kommen, vielleicht von Overwatch oder einfach so das Spiel neu für sich entdecken, spielt die Tutorials, spielt einfach eine Runde Tutorial und zwei Runden Schlachtfeldtraining oder zwei Runden Tutorial. Auf jeden Fall von jeder mindestens eine Runde und guckt, ob ihr alle drei Helden freischalten könnt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Für alle anderen, die neu da sind, generell, bevor ihr das Spiel anfangt, lasst euch von jemandem werben. Das kann ein Fremder sein. Geht einfach ins Internet und sucht euch einen Link raus. Oder wir machen es ganz einfach, auch wenn ich es nicht brauche, aber kann ich das überhaupt noch machen? Hier, Freunde werben. Ich habe mich selber geworben, also Belohnung anzeigen. Ich kriege, wenn ich Leute werbe, ein exklusives Spielerporträt und ein exklusives Adlerreittier aus StarCraft. Habe ich mir halt selber freigeschaltet. Hier ist mein Link. Und der Freund kriegt zwei Helden geschenkt. Rainer und Sylvanas, ein exklusives Spielerporträt und ein 5-Tage Stimpack. Damit kriegt man so viel mehr Erfahrung und Geld, dass man sich ganz schnell Helden kaufen kann. Also Gold kriegt man dafür. Also ich würde euch empfehlen, lasst euch von einem Freund am besten werben. Wenn ihr halt keinen habt, der Heroes spielt, dann holt euch einen Link. Ihr könnt auch gerne meinen benutzen. Falls ihr nicht googeln wollt, bitteschön. Mir macht das nichts, weil ich habe schon alles, was ich will. Ich könnte hier noch zwei in die Liste reinmachen, dann sieht es schöner aus. Ist mir aber generell egal. Freunde werden, was ist das? Wenn du einen neuen Spieler wirbst, erhält er kostenlos einen Helden und dazu ein Stimpack, mit dem er mehr Gold und DP verdient. Wenn dein gewonnener Freund Spielerstufe 10 erreicht, also einfach nur alle Helden auf Level alle Helden zusammen auf Level 10 bringen, nicht 10 Stufen erreichen mit Helden. Also er kann einfach 10 verschiedene Helden auf Stufe 2 bringen oder einen auf Stufe 11. Wie auch immer, erhält er kostenlos einen zweiten Helm und du erhältst ein cooles neues Porträt. Wenn insgesamt 4 deiner gewonnenen Freunde Stufe 10 erreichen, lassen wir dir ein exklusives Reittier zukommen, den Adler aus dem StarCraft-Universum. Und dazu entdeckt ihr gemeinsam das beste Geheimnis als eine wahre Freundschaft. So funktioniert. Kopiere deinen persönlichen Link und sende ihn an deine Freunde oder teile ihn auf Facebook oder Twitter. Wenn deine Freunde dem Link folgen und sich in ihrem Battle.net-Account oder einen neuen erstellen, werden sie zu deinem angeworbenen Freund. Teile deinen Link jetzt mit deinen Freunden und schau dir für mehr Informationen auf unserer Website zum Werb deinen Freunden-Programm vorbei. Wie gesagt, würde ich jedem empfehlen. Dann kriegt ihr nämlich kostenlose Helden. Dann habt ihr schon mal 2. Durch die Tutorials habt ihr dann schon mal 3 oder 5. Je nachdem, ob man alle kriegen darf oder nicht. Und eine weitere Sache, diese Prüfung hier. Willkommen zur Veteranenprüfung. Hier erfährst du in einigen zielgerichteten Kämpfen mehr über die wichtigsten Aspekte von Heroes of the Storm. Achso, ich habe es übrigens ausprobiert, weil ich die hier schon alle habe. Ich habe beide Runden gespielt und nichts bekommen. Also man kriegt hier wirklich nur die Helden und ich weiß hier gesagt nicht, ob man 1 oder 3 kriegt. In der Prüfung, wenn man die einmal... Ich habe die früher schon mal gemacht, da gab es Gold für. Wenn man sie jetzt nochmal macht, gibt es eine Lootbox, also eine Beutetruhe. Ich habe die schon gemacht, aber ich spiele die Runde jetzt einfach mal. Veteranenprüfung, denn da gibt es was Neues. Willkommen zur Veteranenprüfung. Kein Shop mit Gegenständen. Es gibt im Spiel weder einen Shop noch Gold. Stattdessen erhält der Held auf bestimmten Stufen neue Talente. Also Leute, die schon MOBAs gespielt haben, zum Beispiel League of Legends, werden den Shop halt kennen. Hier ist es halt so, Erfahrung wird durch das ganze Team geteilt, also es gibt keinen Last Hit, sprich jeder, der irgendwie Erfahrung für sein Team sammelt, tut was für sein Team, deswegen ist es halt immer wichtig, jeweils eine Person pro Lane zu haben. Umso höher man im Level steigt, desto mehr Talente hat man früher oder später, auf Level 10 kriegt man eben seine ultimative Fähigkeit und das macht die Helden eben so einzigartig, also die Helden haben alle spezielle Spielweisen, die Karten haben alle spezielle Spielweisen und die Talente verändern die Helden noch so ein bisschen. Zum Beispiel bei Valor ist es dann so, wenn man gegen Tanks spielt, dann geht man sehr viel auf automatische Angriffe. Hier sind es physische Angriffe, denn die machen, da kann man dann drauf skillen, dass eben Helden mit viel Lebenspunkten, also Tanks, umso mehr Schaden kriegen, also prozentualen Schaden und dadurch schneller sterben. Wenn es viele kleine gibt, hier zum Beispiel für Zeratul, dann macht man eher Burst-Schaden. Man kann aber auch anders gehen, also Valor zum Beispiel kann auch auf Flächenschaden zum Beispiel skillen und ihre Ultimates sind dann nochmal ein bisschen anders. Heldentalente. Mit Talenten kannst du die Fähigkeiten deines Helden auf vielseitige Weise anpassen und verbessern. Du kannst Talente jederzeit auswählen. Aber man kann sie nicht wechseln. Gemeinsame Erfahrungspunkte. Das ganze Team teilt sich die Erfahrung, das habe ich ja gerade schon gesagt. So kann jeder Held kämpfen, wo er möchte. Für sein Team entsteht dadurch kein Nachteil. So. Willkommen bei der Veteranenprüfung. Ich habe übrigens extrem hohe FPS. Einige Bewährungsproben.
Lasst uns sehen, ob ihr das. Was ich noch sagen wollte, also die Grafik hat sich so ein bisschen verändert, sieht ein bisschen glatter aus. Einen mächtigen Gegner an. Um zu siegen, müsst ihr eure Grundfähigkeiten verbessern. Also alles sieht ein bisschen glatter aus. Die Farben sind ein bisschen kräftiger. Dafür schaltet ihr auf höheren Stufen. Aber die Grafik, eben dadurch, dass sie so platt ist, sieht sie ein bisschen. Die Fähigkeiten eures Helden. Ich rede gleich. Sie überall auf dem Schlachtfeld auswählen. Sogar mitten im Kampf. Öffnen wir die Talentübersicht. Haltet Steuerung gedrückt oder drückt die N-Taste. Ja, also nur ganz schnell zur Erklärung. Halte Steuerung gedrückt oder drücke N, um das Talentfenster zu öffnen und zu schließen. Die Grafik wurde wieder ein bisschen angepasst vom Blizzard. Also die Grafik ist jetzt ein bisschen knackiger, die Farben sind ein bisschen kräftiger. Vor allem hat man jetzt hier keinen gelben Ring mehr, sondern einen grünen und verbündet da einen blauen und Gegner haben einen roten. Das ist die Hitbox. Also wenn ich jetzt hier hinlaufen würde, dann wäre ich erst in Schlagreichweite. Das ist aber ein Verkämpfer. Also er müsste wirklich mit seiner Hitbox an meine ranlaufen, um mich überhaupt hauen zu können. Und das ist natürlich wichtig für manche Gegner. Ja, die Grafik, wie gesagt, ein bisschen knackiger, sieht ein bisschen platter aus, viel runder, also ein bisschen hochwertiger, dafür halt platter und ein bisschen langweiliger, sage ich mal. Aber nur minimal, dafür ist die Performance von dem Spiel extrem in die Höhe geschnellt. Also früher gab es Performance-Probleme, im Menü habe ich keine mehr, im Spiel auch nicht. Beim Laden oder so habe ich hin und wieder mal einen Ruckler, aber im Spiel selber gar keinen mehr, null gehabt. Und ich habe im allerschlimmsten Fall 60 FPS, aber in 99% aller Fälle zwischen 90 und 150 oder so. Jetzt hier bei Einzelspieler habe ich gerade 192 FPS, also das ist kein Maßstab. So, also man kann Steuerung drücken, dann geht das Fenster hoch, dann wenn man es loshält, geht es wieder runter. Wenn man N drückt, geht das Fenster hoch, wenn man N wieder drückt, geht es wieder runter. Also N muss man nicht gedrückt halten. Steuerung lasse ich jetzt gedrückt. Talente beeinflussen eure Fähigkeiten auf verschiedenste Weise oder schalten sogar neue frei. Wählt Talente, die euren Einzelzielschaden erhöhen. Fahrt für Details mit der Maus über ein Talent. So, also hier steht jetzt Monsterjäger, der Homeo-Fall kostet weniger Mana und fügt nicht heroischen Zielen mehr Schaden zu. Das ist die grobe Zusammenfassung, so auf einen Blick. Wenn man genau Wert haben will, geht man mit der Maus rüber, verringert die Mana-Kosten des Homeo-Falls um genau 40 und erhöht den Schaden gegen Dienersöhne und Monster um 150%. Also im Prinzip alles, was. Und Monsterjäger heißt das Talent, und das verstärkt die Q-Fähigkeit, einen Einzelschadensangriff. Da wir jetzt hier gleich gegen den Boss kämpfen, ist ein nicht-heroisches Ziel, also ein Dienersöldner oder Monster. Ich weiß gar nicht, ob er als Boss noch anders zählt. Deswegen ist der Einzelschaden natürlich besser. Dann gibt es Krähenfüße. Lass beim Salto Krähenfüße fallen, Quest aufrechterhalten, Hass verstärkt Salto. Also. Salto ist eine Fähigkeit, um auszuweichen und wenn man das macht, lässt man Krähenfüße fallen, die machen ein bisschen Schaden und verlangen am Gegner, ist also gut, um wegzukommen. Und die Quest ist, bleibe 180 Sekunden lang bei 10 Stapeln Hass. Also Valla hat als passive Fähigkeit Hass. Jeder automatische Angriff erzeugt einen Stapel Hass, bei maximal 10 Stapel. Jeder Stapel erhöht den Schaden automatisch Angriff um 8% und die Bewegungsgeschwindigkeit um 1%. Stapel bleiben 6 Sekunden lang bestehen. Das ist eine typische Fähigkeit aus Diablo, die hier natürlich für den Diablo-Dämoniker in Heroes of the Storm genommen wird. Hungriger Pfeil kostet, wie gesagt, 60 Mana, Abklingzeit 10 Sekunden. Feuert ein Pfeil ab, der dem ersten getroffenen Ziel 172 Schaden zufügt und bis zu 2 zusätzliche Gegner sucht, die dann 86 Schaden erleiden. Kann denselben Gegner mehrmals treffen. Also es geht auf ihn, man kann es aber auch auf 3 verschiedene anwenden. Dann hat sie noch den Mehrfachschuss, 75 Mana, Abklingzeit 12 Sekunden, für Gegner im Zielbereich 218 Schaden zu, ist einfach eine ganz simple Flächenschadenfähigkeit und der Salto 50 Mana, Abklingzeit 10 Sekunden, Sprinte zum Zielbereich, weil das nächste automatische Angriff innerhalb von 2 Sekunden verursacht, pro Stapel 80% mehr Schaden. Ich glaube, das ist neu, dass er mehr Schaden macht. Und wie gesagt, eine Quest. Also wenn wir es schaffen, 180 Sekunden lang bei 10 Stapeln Hass zu bleiben, das muss nicht hintereinander sein, sondern es können 18 mal 10 Sekunden sein. Dann kriegen wir die Belohnung und das ist die Abklingzeit von Salto wird um 5 Sekunden verringert, also genau um die Hälfte, das ist ziemlich stark. Dann gibt es noch Verfolgungsjagd, das ist eine passive Fähigkeit. Maximaler Hass erhöht die Mana-Regeneration und die Bewegungsgeschwindigkeit. Bei 10 Stapeln Hass wird die Bewegungsgeschwindigkeit, wird der Bewegungsgeschwindigkeitsbonus auf insgesamt 20% der Mana-Regeneration pro Sekunde um 4 erhöht. Also es ist ein längerer Buff, aber wir brauchen eben Schaden gegen Einsatzziele, deswegen nehmen wir das. Wenn ihr ein Talent wählt, ist es sofort wirklich. Ja, also manchmal ist man im Kampf, dann kriegt man ein Level und muss ein Talent wählen. Talente, dann kann es weitergehen. Dann muss man das schnell machen. Ich weiß gar nicht, welches Level wir haben. Also ich weiß gar nicht, wie viel Talent wir jetzt wählen müssen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch den durchdringenden Fall. Quest, getroffene Helden verstärken den hungrigen Pfeil. Quest, trifft gegnerische Helden mit dem ersten
Einschlag des Hungrigen Pfeils, um den Schaden der Fähigkeit jeweils um 5 zu erhöhen, bis maximal 100. Also es hat ein Ende, manche Quests haben kein Ende. Die kann man immer weiter erhöhen. Die Belohnung kriegt man jedoch schon bei, sobald der Bonusschaden 100 erreicht, also genau beim Ende, wird er zusätzlich um 75 erhöht und der Hungrige Pfeil springt einmal mehr über. Ist natürlich schön, wir haben hier nur keine Helden, also lassen wir es. Strafe. Restlichen Talente, dann kann es weitergehen. Hass erhöht den Schaden von Mehrfachschuss. Also der Mehrfachschuss macht einfach mehr Schaden. Und Jägerkredo erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und die Quest getroffener Helden verstärken. Hass erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 10%. Ist natürlich für Einzelschaden ganz wichtig, für physischen Schaden. Alles andere ist Fähigkeitsschaden, also das hier. Es sei denn, auf der Fähigkeit steht drauf, dass der Schaden als physischer Schaden geht. Es gibt nämlich physische Rüstung, magische Rüstung für Fähigkeitsschaden und normale Panzerung, die gegen beides hilft. Die ist aber dafür nicht so hoch. Und die Belohnung, jeder Stapel Hass erhöht den Schaden automatischer Angriffe zusätzlich um 2%. Kriegt man nach 100 automatisch. Restlichen Talente, dann kann es weitergehen. So, jetzt haben wir hier noch Arsenal. Mehrfachschuss feuert Granaten ab. Drei Granaten, die 159 Schaden verursachen. Jeder gegnerische Held, der von einer Granate getroffen wird, verringert die Abhängigkeit von Mehrfachschuss um 2 Sekunden Zeit auch wieder für Helden. Salto Mortale erhöht den Schadensbonus automatisch Angriffe durch Salto. Den durch Salto gewährten Bonus auf den Schaden automatisch Angriffe um 6% auf 14% pro Stapel hast. Wenn Salto das Ziel tötet, werden ihm. Salto? Wenn Salto das Ziel tötet, werden die Mana-Kosten rückerstattet. Ja, die Zeit habt ihr schon, verstehe ich nicht ganz. Wiederkehrender Fall, Salto-Setzung in der Fallzeug, also man kann das mit durch den Salto öfters mal zurücksetzen. Dann kann es weitergehen. Die Abklingzeit des hungrigen Falls wird bei ihm Einsatz von Salto abgeschlossen. So, ihr müsst dem Gartenungeheuer so viel Schaden zufügen wie nur möglich. Klickt auf Start, wenn ihr soweit seid. So, die kämpfen jetzt hier, kriegen aber keinen Schaden, erst wenn ich auf Start drücke. Wir können jetzt nochmal unsere Talente zurücksetzen, wenn wir wollen. Level 10 sind wir noch nicht, also eine heroische Fähigkeit haben wir auch noch nicht. Tötet dieses Monster, sonst ist es unser beider Ende. 3, 2, 1, los! So, wir können natürlich unseren Schaden hier benutzen. Dann gibt es natürlich noch Stutter Stepping, dass man zwischen den Angriffen hin und her rennt. Kann halt nur nicht. Die erste Herausforderung haben wir damit abgeschlossen. Relativ simpel natürlich. Was für ein Kampf! In der nächsten Runde schalte ich eure heroischen Fähigkeiten frei. Ah, die kriegen wir jetzt. Die werden euch gefallen. Oh ja, und jeder Held hat richtig gute. Heroische Fähigkeiten glänzen in verschiedenen Situationen. Hier nehmen wir es mit mehreren Helden auf. So, hier ist unser Team, wir sind unsere zu viert. Verbündeten könnten etwas Hilfe gebrauchen. Seid ihr bereit für einen Teamkampf? So, wir sind jetzt zu dritt und wir sind zu viert und ETC benutzt gerade seine heroische Fähigkeit. Ein Moshpit. ETC betäubt uns mit seiner unseligen Musik und zwingt uns zum Tanzen. Kommt uns zu Hilfe. Also er hat gerade unsere drei hingefangen. Uns aus dieser Betäubung. Dann kämpfen wir gemeinsam. Wählt dazu eure Talente und klickt auf Start. So, eine heroische Fähigkeit von Wallace ist das Sperrfeuer. Kostet 80 Mana und eine Abdeckzeit von 60 Sekunden. Ist nicht ganz hoch. Greift Gegner an einer Reichweite von 10 schnell an, wobei Helden bevorzugt werden. Jeder Treffer verursacht 90 Schaden. Während des Sperrfeuers kann sich Wallace bewegen und Saltos ausführen. Hält 4 Sekunden lang an. Es gibt auch noch den Rachehagel. Flächenangriff der Gegner betäubt. Kostet 50 Mana, Ladungsabklingzeit 50 Sekunden. Erzeugt eine Welle von Schattenbestien, die Gegner im Zielbereich 372 Schaden zufügen und sie 0,5 Sekunden lang betäubt. Hat aber zwei Aufladungen, maximal. Also wenn man eine benutzt, kann man eine nachladen. Wenn man beide benutzt, kann man beide nachladen. Aber wenn man zwei hat, lädt keine dritte nach. So, mit Sperrfeuer müssten wir ETC töten oder gleich das ganze Team. Mit Rachehage können wir aber seine Ulti unterbrechen, deswegen nehmen wir den und drücken auf Start. Holt uns hier raus! So. 3, 2, 1, los! Faden erstmal machen. Toll, jetzt bin ich da reingerannt. Ich bin so ein Idiot. Das war richtig dumm. Da war ich zu gierig. Aber gut, habe ich noch nie gesehen. Betäubt zuerst den ETC. Damit sein Moshpit endet, danach können wir angreifen, klickt auf Start, um neu zu spielen. Ich wollte meine Abklingzeit zu machen. Benutzen. Ja, darum ging es eigentlich. War halt nur gierig. Der letzte Kampf steht bevor. Dabei geht es um das Sammeln von Erfahrung auf den Wegen.
Hier im Nexus sammelt jedes Team gemeinsam Erfahrung und steigt gemeinsam Stufen auf. Solange auf jedem Weg ein Held ist, erhält unser Team volle Erfahrung von getöteten Dienern. Und ihr könnt euch frei bewegen. Also normalerweise hat man drei Wege. Nun spielt ihr als Zerath, ein Assassine, der sich teleportieren kann und außerhalb des Kampfes automatisch getarnt wird. Typischer Gankerheld eben. Nutzt seine Fähigkeiten, um euch zwischen den Wegen zu bewegen und Helden zu überfallen. Ja. Wenn euer Leben oder Mana zur Neige gehen, dann trinkt von diesem Brunnen, um sie wiederherzustellen. Also normalerweise hat man eben drei Wege, sprich drei von fünf Helden können einfach auf den Wegen rumlaufen. Stufenmäßig unterlegen. Bewegt euch zwischen den Wegen und tötet Helden, dann könnten wir aufholen. Also bei normalen drei Wegen kann halt jeweils ein Held auf den Wegen und zwei können immer helfen, wenn irgendwo Schaden gebraucht wird oder man was töten muss. Natürlich ist es in den meisten Fällen 2-2-1 oder in jeglicher Kombination, also immer zwei auf dem einen Weg, zwei auf dem anderen Weg und einer auf dem dritten Weg. Aber im Prinzip reicht pro Weg ein Held und die anderen zwei helfen gerade da, wo es brenzlig ist. Also in diesem Fall ist es halt jeweils ein Held pro Weg und ich bin der Dritte, der hilft. Die sind auch nur zu zweit. Wir sind aber hinten Level 8, die sind Level 9, da sieht man den EP-Beitrag. Helden, Söldner, Diener, Passiv und Gebäude. So, Zerathur ist wie gesagt ein Assassine, seine Fähigkeit ist permanente Tarnung. Zerathur wird nach 3 Sekunden außerhalb des Kampfes automatisch getarnt. Das ist, macht ihn nicht komplett unsichtbar, sondern er ist so leicht durchsichtig. Also nicht so wie hier, sondern so ein, wie so ein wabernes, ja, wie so ein Gewaber über einem Lagerfeuer, ne? Hier, wenn das so verschwimmt. Wenn Zerathur Schein erleidet, angreift oder eine Fähigkeit einsetzt, wird permanente Tarnung beendet. Also er enttarnt sich auch. So, seine Hauptfähigkeit ist Schlitzen, 40 Mana, Abknickzeit 6 Sekunden, für Gegner in der Nähe 275 Schaden zu, in einem Kreis um ihn rum, das seht ihr da in Gelb. Dann hat er den Singularitätsausschlag, 80 Mana, Abknickzeit 12 Sekunden, schleudert einen Singularitätsausschlag auf ein Ziel, der sich an den ersten getroffenen Gegner heftet, verursacht nach einer Sekunde 313 Schaden und verlangsamt den Gegner 3 Sekunden lang um 40%. Transit, 50 Mana, 10 Sekunden Abknickzeit, teleportiert Zerathur zum Ziel und der Einsatz der Fähigkeit hebt die Tarnung nicht auf, das ist ganz wichtig. So, seine Talente, weites Schlitzen erhöht die Reichweite von Schlitzen um 33%, ist natürlich ganz nützlich. Tödliche Klinge teleportiert sich zum letzten angegriffenen Gegner, die mag ich. Aktivieren, um Zerathur innerhalb von 3 Sekunden zum letzten Ziel seiner automatischen Angriffe, Gebäude ausgenommen zu teleportieren. Das Ziel wird während dieser 3 Sekunden aufgedeckt. Sprich, wenn ein Gegner an mir wegrennt, kann ich mich an ihn ran teleportieren, nochmal Schaden zufügen und nach ein paar Sekunden dann nochmal so hinterher teleportieren, nochmal Schaden zufügen. Schattenjäger, Quest, sammle Regenerationskugeln ein, um die Mana-Kosten von Transit jeweils um 2 zu verringern. Transit kostet nicht ganz so viel Mana, ist nicht so. Mana-Probleme hat Zerathur nicht und Regenerationsprobleme generell für Leben auch nicht. Regenerationskugeln werden auf den Wegen von den mittleren Einheiten fallen gelassen. Also es kommen immer 3 Nahkämpfer, ein Zauberer in der Mitte und 3 Fernkämpfer. Und der Zauberer hat immer eine Regenerationskugel, wenn man die einsammelt. Die sammelt man für alle Freunde im Umkreis ein. Die heilt ein bisschen, regeneriert ein bisschen Mana. Und für manche Quests wird eben hier so ein Fortschritt ausgelöst. Und sobald 20 Regenerationskugeln eingesammelt wurden, verringern automatische Angriffe die Amtklickzeit von Transit um 1 Sekunde. Die Belohnung ist natürlich super cool. Aber wir nehmen natürlich weiter Schlitzen, wenn uns das vorgeschlagen wird. So, grausame Quest, Pflicht ist auch eine Quest. Töte gegnerische Helden, um die Fähigkeitsstärke jeweils um 5% zu erhöhen, bis maximal 50%. Dieser Bonus geht jedoch beim Tod verloren. Also wenn man relativ ruhig und vorsichtig spielt, was man mit Zerathur aber eigentlich gar nicht muss oder sollte, kann man schon ziemlich stark werden. Ist aber auch nur bei maximal 50%. Dann gibt es zerreißendes Schlitzen. Schlitzen verursacht im Verlauf von 3 Sekunden zusätzlich 40% Schaden. Gerade gegen schwache Gegner ist es ziemlich stark. Denn wenn die wegrennen, kriegen die halt immer noch wie so ein Gift und sterben mit der Zeit. Es gibt auch noch die Schattensynergie. Nach dem Einsatz einer Fähigkeit verursacht der nächste automatische Angriff innerhalb von 6 Sekunden 40% mehr Schaden. Da man eben immer versucht, am Gegner zu kleben, macht man automatische Angriffe. Also immer im Hinterherlaufen so. Pieks! Und läuft weiter. Pieks! Und so weiter und so fort. Also es lohnt sich. Das ist halt wirklich nur selten. Das würde ich eher nicht so nehmen. So, dann die Teleportationstalente. Wurmloch kann zum Ausgangspunkt von Transit zurückkehren. Also man kann kämpfen, sich irgendwo rein teleportieren, da jemanden töten und sich dann zurück teleportieren, auch wenn es sehr gefährlich ist. Indischatten Transit hat 2 Aufladungen, aber dafür eine höhere Abklingzeit. Achso, Transit kann innerhalb von 2 Sekunden erneut aktiviert werden, um an die Stelle zurückzukehren, von wo aus die Fähigkeit eingesetzt wurde.
Dann Transit erhöht eine weitere Auflage, aber die Abklickzeit wird um 8 Sekunden erhöht, oder? Dunkler Jäger, Singularitätsausschlag braucht 50% länger, um zu explodieren. Kann erneut aktiviert werden, um zum Ziel von Singularitätsausschlag zu teleportieren mit Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 30% erhöhen. Klingt nett, aber der verlangsamt eh schon und der Zeit ist wirklich gering. Also das hier finde ich schon sehr nützlich. So, Ulti haben wir immer noch nicht, also drücken wir jetzt Start. Wir kümmern uns um die Diener. Ihr schnappt euch die Helden. Also es gibt hier auch keinen wirklichen Jungler. Man kann natürlich Lager einnehmen, Söldnerlager später, die jetzt hier nicht behandelt werden. Aber ich kann jetzt eigentlich quasi hier so durch den Wald, durch den Dschungel rennen, mich von hinten anschleichen. Ich bin zwar eh unsichtbar, aber wie gesagt, man sieht das Gewabe und das ist ein Bot, also der hat das wahrscheinlich nicht mehr. Dann kann ich mich vorhin teleportieren und Bodyblocken. So, er ist tot. Gut, er sammelt weitere Erfahrung für mich. Muss nicht hier bleiben. Wir kriegen auch nicht mehr Erfahrung, wenn wir zu zweit sind. Dann gehe ich jetzt nach oben und hole mir eine Sieg. Hier könnte ich jetzt schnell die Kugel einsammeln, um eine Quest zu erledigen. Habe ich aber eh nicht genommen. So, ich warte jetzt mal kurz auf Rainer, weil Nasibu gerade wegrennt. Das hätte sich nicht gelohnt. Also ich warte, versuche mal, dass die so ein bisschen aggressiv werden. So, ihr seht, die automatischen Angriffe vom Handel schon gestartet. So, ich helfe jetzt Rainer beim Pushen, indem ich so ein bisschen was mit kaputt mache, also dass ich eine Abklingzeit von mir mit einsetze. Weil jetzt seht ihr, die sind schon wieder bereit, bis ich überhaupt hier bin. Kann ich mich auch nicht legen. Mache ich nochmal das gleiche. So, wir müssen zuerst Stufe 10 erreichen. Jetzt gehe ich wieder hoch. Von meiner Sibo. So. Läuft. War sehr simpel, sehr vorsichtig gespielt. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Nichts ist schöner als ein wohlverdienter Sieg. Und für diese Herausforderung gibt es, wie gesagt, eine Lootbox. Beim allerersten Mal, ich hab die schon. So. Ein neuer Heldengruppenfenster. Hier kommen wir gleich zu. Ich mache jetzt erstmal. Achso, Stimpacks. Also, ihr seht, ich habe einen Monat und 9 Tage Stimpack. Dazu komme ich gleich. Stimpacks bringen 100% mehr Erfahrung pro Spiel und 150% mehr Gold pro Spiel. Bonus für den ersten Sieg des Tages. Du hast diesen Bonus heute schon erhalten. In 2 Stunden und 4 Minuten ist er wieder voll verfügbar. Den kriegt man alle 21 Stunden. Also nicht genau 24, sondern 21, dass man ihn auch mal früher machen kann. Ist quasi nochmal hier so ein Bonus drauf. Freundschaftsbonus, wenn man mit einem Freund aus der Freundesliste spielt, kriegt man plus 25% mehr Erfahrung in der Gruppe. Ob man Freund ist oder nicht, kriegt man auch nochmal 25%, bei 3 dann 33, 42 dann 50. Im jeweiligen Spielmodus, in der Heldenliga kriegt man auch nochmal plus 25%. In der Teamliga 50%. Durch mein Stimpack kriege ich auch nochmal 100%, also habe ich insgesamt 100. Wenn ich jetzt mit einem Freund und 3 anderen Spielern in der Teamliga spielen würde, würde ich nochmal plus 125 kriegen. Und für den ersten Sieg des Tages gibt es nochmal extra Gold und EP. So. Dann machen wir mein Profil. Stand da irgendwas Wichtiges? Nee. So. Also hier seht ihr mein Profil, mein Battletag, mein Profilbild und meine Übersicht. Mein meistgespielter Held ist kleiner, Stitches. Der ist schon Stufe 23. Vorher war er Stufe 12 oder 13. Also wurden grob verdoppelt. Jetzt ist es nämlich so, vorher konnten die Helden nur maximal Stufe 20 erreichen. Bis Stufe 5 sollte man die Helden gespielt haben. Der nächste Schritt wäre so etwa Stufe 9 gewesen. Dann Stufe 10 und dann höchstens noch bis Stufe 15, damit sich das überhaupt lohnt. Also wenn man wirklich viel spielt oder nur einen Helden spielt. Ansonsten alle auf 5, dann alle auf 9, dann alle auf 10. Und dann, wie man lustig ist, alle auf 15. Stitches hatte ich, wie gesagt, auf 12, weil es mein Lieblingsheld ist. Murky ist auch einer meiner Lieblingshelden, den spiele ich auch sehr gerne. Der ist Stufe 20, hier sieht man, wie viele Spiele ich mit den jeweiligen Helden gespielt habe. ETC habe ich sehr viel gespielt, ist nicht unbedingt mein Lieblingsheld, aber ich spiele ihn sehr gerne. Thrall, ja, ist ein cooler Held. So, meine Spielerstufe ist 565. Vorher konnte man Spielerstufe 40 erreichen, dann war es zu Ende. Man hat auf dem Weg dahin ganz viel Gold erhalten und so ein paar Belohnungen. Aber irgendwann war Schluss. Jetzt ist es so, die Spielerstufe wird dadurch bestimmt, wie viele Level alle Helden zusammen haben. Also meine Helden alle zusammen sind Level 565.
Sprich, man müsste, also sind die 565 minus die Anzahl der Helden, weil ich glaube Level 1 zählt nicht, sonst wären wir ja von Anfang an schon Level 50 oder so. Ihr seht, ich habe einen goldenen Rahmen, also pro 100 Level ändert sich die Farbe, glaube ich. Also man fängt an mit Blau, dann wird's Grün, Bronze, Silber, Gold. Also ich bin jetzt 5 Gold plus 65. Dann haben wir hier noch die Heldenliga-Platzierung und die Teamliga-Platzierung. Ich würde euch empfehlen, Teamliga könnt ihr ab 2, also mit 2 oder 3 Spielern spielen. Mit 4 geht's, oder mit 5. 2, 3 oder 5, mit 4 geht's nicht, weil man keinen einzelnen Spieler natürlich finden kann. Ich würde euch aber empfehlen, mit mindestens einem Freund in der Teamliga eure 10 Platzierungsspiele zu machen. Denn wenn ihr diese 10 Platzierungsspiele gemacht habt, kriegt ihr einen Rang. Und für diesen Rang kriegt ihr am Ende der Saison Geld und Belohnung. Und die solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn die sind ziemlich cool. Und dafür kriegt ihr ein Porträt, ein Reittier etc. pp. In der Heldenliga das gleiche, da ist es aber so, das könnt ihr alleine, müsst ihr alleine spielen, da muss ich mich noch ranken. Hier bin ich noch gar nicht gerankt, muss ich demnächst mal machen. Werde ich auch, geht halt, sollte man auf jeden Fall machen, wenigstens die 10 Platzierungen spielen. Man muss nicht dauernd spielen, man kann danach wieder Schnellsuche spielen. Gegen die KI würde ich nicht empfehlen, es gibt nicht so viel Erfahrung, nicht so viel P. Und in der Schnellsuche, da wird man schon guten Spielern, also die auf dem gleichen Level sind, zugeteilt. Ich habe insgesamt 2656 Spiele bestritten, davon fast 1000 mit Kriegern, über 700 mit Assassinen, nur 400 leider mit Unterstützer, wo ich hier sehr gerne Unterstützer spiele, 485 mit Spezialisten, ich dachte es mehr, und 4 mit Multiklassenhelden, das ist eigentlich merkwürdig, weil es gibt gerade nur einen. So, ich spiele Heroes seit 2 Jahren, also seit noch vor dem Release, seit der Alpha spiele ich, glaube ich. Insgesamt habe ich 1382 Sieger, also die Hälfte. Insgesamt habe ich 24.098 Kills gemacht, 65 Helden gespielt, also alle bis auf Genji. Also müsste man mindestens Level 65 schon sein, wenn man alle Helden besitzt. Die meisten Sieger habe ich mit kleiner, das war mir klar. Auszeichnung Belohnung. Ich habe insgesamt schon 53 MVP-Auszeichnungen bekommen, 801 tägliche Quests abgeschlossen, 88 Helden-Chaos-Spiele gemacht und 26 Helden-Chaos-Belohnung bekommen. So. Ach, Helden-Chaos möchte ich auch noch aufnehmen, also es wären 3 Folgen. So, hier sind meine Helden, da kommen wir gleich zu, dann gehen wir mal zum Fortschritt. Also, hier ist mein Spielerlevel. Ich bin halt, wie gesagt, 5 mal im Rahmen. Nee, stimmt ja gar nicht. Es muss lila, blau, grün, Bronze, Silber, Gold sein, weil von 0 bis 65, oder? Muss ich ja auch einen Rahmen gehabt haben. So, die nächsten Stufenaufstiege habe ich mit Chen, Cassia und Tyrael, da kriege ich nur keine Belohnung, deswegen wird mir das nicht vorgeschlagen, nur bei Kassia. Neues Fortschrittssystem, Heldenstufen. Bestreite das Spiel, um EP zu verdienen und mit deinen Heldenstufen aufzusteigen. Spielerstufe. Wenn ein Held eine Stufe aufsteigt, erhöht sich auch deine Spielerstufen, da ist eine Beutetruhe. Also, ich habe hier auch so einen Fortschrittsbalken. Der Fortschrittsbalken heißt aber nur, wie viel Fortschritt ich bis zum nächsten Rahmen habe, also 65% von 100, bis ich Platin werde. Und man kriegt halt eine Beutetruhe pro Stufenaufstieg. So. Und Beutetruhen sind mit so einer Hand gefüllt mit Heldenskins, Reittieren und mehr. Haben wir hier oben in der Sammlung, kommen wir auch noch zu. So, man kriegt jede Stufe eine normale Truhe, da sind einfach nur normale Gegenstände drin, also da ist nichts garantiert. Dann gibt es Heldentruhen, da ist halt von dem Held was drin, das ist aber auch keine Rarität garantiert. Dann alle 5 Spielerstufen kriegt man eine seltene Truhe, enthält Gegenstände für deine Sammlung, darunter mindestens einen seltenen Gegenstand, also ein blauer. Die werden in der Sammlung gezeigt, welche Rarität die haben. Eine epische Truhe kriegt man alle 10 Spielerstufen, enthält Gegenstände für deine Sammlung, darunter mindestens einen epischen Gegenstand, also lila. Und alle 25 und alle 25 gibt es 150 Juwelen, ich glaube das ändert sich aber, alle 25 Stufen, damit kann man sich Sachen im Shop kaufen, es gibt mittlerweile 3 Sachen. Juwelen ist Echtgeldwährung, Gold ist für Helden und um Beutetruhen neu auszuwürfeln, da kommen wir noch zu. Und das hier sind Splitter. Wenn man Sachen doppelt hat, verdient man sich Splitter und kann sich dafür andere Sachen bauen. Dann gehen wir mal in die Helden. Hier ist meine Heldenliste. Also Kassi habe ich bald auf 5. Genji, wenn der 10.000 Gold kostet, kaufe ich mir den sofort und wenn ich das Geld habe. So, gemeisterte Helden habe ich 7. Was heißt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, was gemeistert heißt. Müssen ja alle über Level 10 sein. Die waren aber alle über Level 10, da bin ich mir sicher. War nicht Level 9, oder? Zagara Level 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja doch, vielleicht, wenn ich Zagara auf... Also gemeistert heißt über Level 15 wahrscheinlich. Gespielt er im 65, also alle bis auf Genji. Höchstens gerade mit Medivh. Ja, weil ich wahrscheinlich alle Spiele mit ihm gewonnen habe, als ich ihn mal getestet habe. Danach habe ich ihn nie wieder gespielt. Meist gespielt er Kleiner, ist klar. Meist gespielt er Rolle Krieger, ist auch klar. Meist gespielt das Universum aus Warcraft. Die meisten sind einfach aus Warcraft. Nächster Stufenaufstieg ist mit Chen. Dann kann man sich hier Favoriten aussuchen. Die werden immer ganz oben angezeigt in den ganzen Listen. Da habe ich halt zwei Krieger drin. Nahkampf, Fernkampf. Zwei Assassinen, Nahkampf, Fernkampf, die mir gefallen. Zwei Heiler oder Unterstützer, Fernkampf, Nahkampf und zwei Spezialisten, Nahkampf und Fernkampf. Habe ich einfach so gemacht. Kann man hier noch nach Universum sortieren. Es gibt gerade nur vier Overwatch-Helden und einen Blizzard-Klassiker-Helden und nur einen Multiklassen-Helden aus dem Warcraft-Universum. Das Varian, der ist Assassine und Krieger, je nachdem wie man ihn skillt. Alle anderen haben Talente, um sie so ähnlich spielen zu lassen. Sie sind trotzdem noch ihrer Rolle angehörig. Gehen wir mal auf einen Helden. Ich nehme jetzt mal Murky, weil ich den mag. So, ist ein Spezialist im Nahkampf. Den kann man kann auch alle Helden ausprobieren, testen. Ich weiß nicht, ob man die Skins testen kann. Mit Murky ist meine Siegesrate 59,5%. Also ich gewinne auf jeden Fall mehr Spiele, als ich verliere. Ich habe 160 Spiele mit ihm gespielt. Habe in den meistens 5,44 Kills zu Toten. Insgesamt 386 Kills mit ihm gemacht und durchschnittlich 3,33 Kills mit Murky. Ja, manchmal pushe ich nur. So, wenn man... die Charaktermeister, also hier für Stufe 15 ist man Meister. Da gibt es für Stufe 5 kriegt man das Porträt des Helden, ein ganz normales Murky-Porträt. Für Stufe 15 gibt es das Elite-Porträt des Helden, das sieht so aus wie der Elite-Skin, die man jetzt auch extra freischalten kann. Und für Stufe 15 gibt es das neue Elite-Sport-Emote, schaltet das Elite-Sport-Emote für den Helden frei, das müssen wir uns noch angucken. Wie gesagt, für alle 5 Level gibt es Gold und für alle 10 Level gibt es eine Beutetruhe, hier eben für Murky, wo eben ein bestimmter Gegenstand für Murky drin ist. Das kann aber auch nicht sehr seltener sein. Ist halt auf Murky zugeschrieben. Sprich, wenn man alles hat und von einem Helden fehlen einem nur noch Sachen, dann kann man den einfach immer 5 Level in die Höhe treiben, um eben eine Beutetruhe für diesen Helden zu bekommen. So, Helden hatten wir, Spielüberblick. Das sind meine letzten Spiele. Wie gesagt, ich habe Cassia jetzt gelevelt, ich habe so oft mit der verloren. Und hier habe ich meine 5 Spiele gegen die KI gemacht für die Nexus Challenge. Ja, wie gesagt, Cassia kurz vor Level 5, das 5. Level mache ich dann in der nächsten Folge. Es gibt eine neue Karte, Hanamura, die muss ich auch noch in der nächsten Folge zeigen. So, Statistik. Meine höchste Siegrate habe ich mit Medivh, Tyrael, Aurel, Suri, Ming. Lucio ist so der erste Held, den ich da verständlich finde. Und wenn ich 4 spiele, Anubarak und Funkelchen und Arthas. Also ab hier macht es dann auch Sinn. Meisten Siege mit Stitches, Murky, Funkelchen, ETC, Thrall, Sonja, Muradin, Zagara, Atanas, Arthas, Tassa, Kerrigan, Rayna, Abvala, wobei Vala, Atakis, Anubarak, Diablo, Lili, Abatur, Gul'dan. Ich guck gerade ab, wo es für mich keinen Sinn mehr ergibt. Uta. Ab Uta ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Meisten Tode, mal gucken. Gul'dan, ja, verständlich. Rayna, vielleicht. Arthas. Naja. Bei Gazlow und Chromie kann ich mir nicht gut vorstellen. Meisten Kills, Atanas. Zerator und Nova wundern mich. Meisten Killbeteiligung. Ja, macht alles Sinn. Bei Lutemura, ja, wobei, wenn man die bei auch wieder Uta, weil Uta eine ganze Zeit echt scheiße war. Hier finde ich schade bei der Kartenbilanz, dass die ganzen Helden-Chaos-Spiele drin sind. Wobei, das sind eigentlich nur die Arenen. Nee, stimmt gar nicht. Also wir haben Helden-Chaos mittlerweile als neuen Modus und da habe ich jetzt die Garten-Arena. Da habe ich halt zweimal drauf gespielt, jeweils 3 Spiele. Habe davon 5 gewonnen und 1 verloren und deswegen ist da meine höchste Bilanz von den normalen Karten. Verfluchtes Tal, alles auf 50%, habe ich eine normale Karte richtig schlecht. Brennkopf-Manufaktur bin ich nicht so gut. Ja, gut. So, 2656 Spiele bestritten, 52% davon gewonnen. Gut. 3,4 Kills zu Toten, also ich bin auf jeden Fall positiv. Insgesamt 24.098 Kills, durchschnittlich 9,1 Kills. Siegesrate nach Rolle. Ja, eher nicht so mit Assassinen und Multiklassenhelden. Und Spiele nach Rolle, wissen wir. Achso, man kann hier noch alle Saisons, dann gehen wir mal in die aktuelle Saison und in die Schnellsuche. Na gut, bin ich nicht ganz so schlecht. Weil hier sieht man halt die Helden, die ich gelevelt habe. Das ist das Problem, macht schon Sinn. Gut, gehen wir hier mal raus. So, dann haben wir hier neue Währung, also mit Juwelen.
Kannst du Helden und empfohlene Artikel in deiner Sammlung freischalten? Juwelen sind gegen Echtgeld erhältlich. Also man kann mit Echtgeld Juwelen aufladen und dafür kann man sich dann Helden kaufen, egal wen. Oder gerade gefeaturete Gegenstände. Also wenn ein neuer Skin in den Shop kommt, kann man sich den direkt für Echtgeld kaufen. Ansonsten später nicht mehr, glaube ich, ne? Ich glaube nicht. Dann Gold. Mit Gold kannst du vorrangig Helden freischalten. Du erhältst Gold, indem du Spiel bestreitest, Stufen auf 3 steigst und Quests abschließt. Alternativ kann man auch Lootboxen neu auswürfen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Für was anderes ist Gold nicht mehr wichtig. Also am Ende, wenn man alles Gold für Helden ausgegeben hat, benutzt man es eigentlich nur noch, um bessere Lootboxen auszuwürfeln. Dann Splittern. Splitter. Aus Splittern kannst du kosmetische Gegenstände für deinen Sammeln herstellen. Splitter hältst du und Beutetruhen. Also manchmal kriegt man Splitter einfach so, wie in Overwatch Credits. Und wenn man Sachen doppelt hat, kriegt man eben dafür eine geringe Menge Splitter, also nicht den Gegenwert, sondern 25%, 10%, wirklich wenig. Dann gibt es hier halt Replays, das sind die Replays, die werden auf der Festplatte gespeichert. Das sind aber nur kleine quasi Textdateien, Replay-Dateien, die einfach das Spiel hier starten und, jetzt habe ich eine random Freundschaftsanfrage erhalten, ich kenne dich nicht, und die starten dann das Spiel und starten hier das Replay, also es wird kein Video oder so gespeichert, man kann den Replay dann vor- und zurückspulen. So, dann gehen wir mal, weil wir hier... Ich gehe nochmal vorher in den Spielmodus. Hier ist alles soweit wie immer. Hier gucken wir uns das gleich an. Kann halt immer noch gegen die KI spielen. Kann sich die Schwierigkeit aussuchen, ob man mit anderen Spielern spielen will, mit KI-Matcher oder ein ganz normales Übungsmatch macht, wo man Tipps kriegt. Hier ist aber dieser Mist gewährt kein Gold und zählt nicht für tägliche Quests. Hier schon. Also wenn man eine scheiß tägliche Quest hat, kann man die einfach hier machen. Dann Schnellsuch ist der ganz normale Modus. Da kann sich halt seine verfügbaren Helden aussuchen und spielen. Im ungewerteten Modus kann man den Turniermodus spielen, ohne dass der gewertet wird am Ende. Also einfach just for fun. Im gewerteten eben für einen Rang, den man hier kriegt, nachdem man 10 Spiele gewonnen hat. Hier, ich habe nur 3 gewonnen, weil ich immer mit meiner Freundin spiele und die nicht ganz so auf meinem Level spielt. Und wenn ich 10 Spiele habe, kriege ich halt meinen Rang, wahrscheinlich Bronze. Und wenn ich hier alleine spiele, wahrscheinlich hoffentlich wenigstens wieder Gold. Dann gibt es hier noch das Heldenchaos, das ich noch spielen muss. Das endet auch in 21 Stunden, also ich muss mich ranhalten. Man muss 0 von 2 Belohnung? Nee. Es gibt nur eine Belohnung, also man kriegt eine Overwatch-Beutetruhe, sehe ich das richtig? Dafür, dass man dieses Heldenchaos spielt, 2 Runden davon spielt, man muss sie nicht mal gewinnen, man muss sie einfach nur spielen. Für Spezialbelohnung 2 Teams mit nur Tracer liefern sich eine hitzige Schießerei um die Frage. Zeit ist auf eurer Seite und auf der des Gegners. Also Heldenchaos spielen. Auf der neuen Karte Hanamura wahrscheinlich. Und wenn man 2 Runden gespielt hat, kriegt man eine Lootbox jede Woche. Das machen wir aber später. Dann kann man noch eigene Spiele spielen, da kann man sich die Karte aussuchen. Das werde ich zum Beispiel machen, um Hanamura zu zeigen, weil ich ja nicht hundertprozentig bestimmen kann, ob ich das machen kann. Pro Woche kann man auch das Heldenchaos als eigenes Spiel machen. Ansonsten alle normalen Karten. Und auf der Sandbox, da kann man so ein bisschen cheaten und so eigene Spielmoni machen. Das geht aber nur auf dem verfluchten Tal aktuell. Was es zusätzlich noch gibt, da gibt es aber auch gerade nur eine Karte, ist die Vergessene Hülle, das ist Aram, also nur eine Lane, ohne irgendwelche Söldner oder Map-Objektive, also keine Kartenmechaniken, sondern einfach nur Gruppenkämpfe. Und es gibt keine Regeneration, keine Teleportation nach Hause, einfach nur kämpfen, also wenn euch das Mana das Leben ausgibt, müsst ihr geheilt werden oder Kugeln einsammeln oder zum Brunnen gehen. Ist dann ein bisschen eng. In die Sammlung gehen wir gleich, wir gehen jetzt erstmal in die Beute. Also es gibt Lootboxen, verschiedene Typen, okay, die normalen, das ist kein Overwatch, das ist eine normale Lootbox, also das ist die billige, dann gibt es die seltene, die epische, dann gibt es noch die legendäre, glaube ich, wenn es eine legendäre gibt, und es gibt noch Heldenboxen, also wie gesagt, hier zum Beispiel von Cho, da haben wir eine neue Quest, da ist dann auf jeden Fall eine garantierte Sache, unabhängig von der Qualität von Cho drin, und dann gibt es noch Veteranentruhen, also wenn ihr Heroes of the Storm vorher schon mal gespielt habt und jetzt neu startet nach Heroes of the Storm 2.0, kriegt ihr anhand eures Levels Veteranentruhen und da ist auf jeden Fall ein legendärer Gegenstand drin. Was ich euch empfehlen würde, fangt mit den kleinen Boxen an, weil da kann Scheiße drin sein. So, jetzt haben wir 4 weiße Gegenstände, ich öffne die mal. Ein gewöhnlicher Spruch, also er ist nicht viel wert. Funkechen hat das gut gemacht, der ist, ist ein Duplikat. Ich höre mir die jetzt nicht an, weil ich das gleich in der Sammlung mache. Also ist erstmal unwichtig. Meine Klinge sucht nach Rache. Gewöhnlicher Spruch von Samuro. Ist auch nicht so toll. Emojis Rega 2 habe ich aber auch schon. Gewöhnliches Emoji-Paket. Jeder Held hat 2, also jeder Held hat 5 Sprüche und 2 Emoji-Pakete, die man dann im Chat benutzen kann. Halt hier im Stil von Rega.
und Schwächen offenbart, gewöhnlicher Spruch, habe ich alle schon. Jetzt kann ich bei den billigen Boxen für 300, für 250 Gold, bei den höheren dann für 500, für 1000 und so weiter, je nachdem immer für jeweils mehr Geld, kann ich nochmal auswürfeln und das geht bis zu dreimal. So, jetzt haben wir zwei blaue Gegenstände, also die lohnt sich schon zu behalten. Comic Nasivo, gewöhnlicher Spray, den haben wir aber schon. Des Lebens Wärme, ein Spruch von Lyric, den habe ich noch nicht. Hoher Templar-Zeratur in Solarit-Gelb, also ist eine Färbung dieses Skins. Wenn man den kompletten Skin haben will, braucht man halt alle drei. Aber man kann den hier schon benutzen, also vorher war es halt ein Skin mit drei Färbungen, jetzt sind es halt drei einzelne Skins. So, hatte ich noch nicht, cool. Und Jadedrachen-Karasim habe ich schon, ist ein Duplikat. Jetzt kann ich es nochmal machen, ist mir aber zu teuer und ich finde den hier ganz cool. Also behalte ich den, das sind zwei blaue Gegenstände, also wieso nicht. Mach das Ganze nochmal. Wieder eine blaue Sache drin, also schon besser als die Truhe. Porträt Gottkönig Leoric. Ja, okay. Porträt Mensch. Naja, gut. Oh. Merkshimi, Murky Sushi. Okay. Emojis essen, gewöhnliches Emoji-Paket. Habe ich aber auch noch nicht. Ich würfel mal neu aus. Achtung, bei einem neuen Versuch wird der Inhalt der Beute trotz zufällig neu festgelegt. Dabei ist nicht garantiert, dass du Gegenstände derselben Inhaltsstufe hältst. Bist du sicher, dass du diese Gegenstände nicht möchtest? Ja. Jetzt ist was Episches drin. Hat sich also gelohnt. Emojis rang aus 1. Kniet nieder von Varian. Unterkönig Anubarak, seltener Skin. Habe ich aber schon. Das ist, glaube ich, sein Elite-Skin. Und Ansager Zeratul. Macht euch bereit, ja, okay. Stürzt euch in die Schlacht. Behalte ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir noch eine seltene Truhe. Porträt Tuschezeichnung von Kerrigan, finde ich ganz cool. Porträt Ragnaros in World of Warcraft. Teufelsblut Illidan, ist ganz cool. Rostrum fürs Fightstart, finde ich sehr schick, deswegen behalte ich das und würfel nicht neu aus. Ich brauche ja die 10.000 Gold für Genji. Danach kann ich mein Gold verpulvern. So, man kann sich natürlich noch Lootboxen kaufen. Seht ihr hier, eine Truhe für 100 Diamanten, Juwelen, 5 Truhen für 500, 12 Truhen für 1000, da kriegt man 2 Bonustruhen. Und man kann natürlich sparen, also ich könnte jetzt bis 4000 sparen und mir dann einfach 52 gleich kaufen. Dauert halt eine Weile, weil man viele Level steigen muss, wir hatten das ja hier irgendwo. Hier alle 25 Level kriegt man 150, also es dauert schon eine Weile, aber warum nicht? Also in der Sammlung, da sind neue Sachen drin. Man kann mit Rechtsklick diese Meldung, dass man neue Sachen haben, als gesehen markieren. So, wenn ihr Heroes of the Storm 2.0 das erste Mal startet, kriegt ihr 100 dieser Diamanten geschenkt. Dafür könnt ihr euch ein Megapaket aussuchen. Es gibt Krieger, Assassinen, Unterstützer, Spezialisten und dann gibt es ein... Krieger, Assassinen, Unterstützer und Spezialisten, und ein Flex-Paket, wo verschiedene Helden drin sind. Hier ist, wähle mit Bedacht. Dies ist eins von mehreren Megapaketen, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Es kann nur ein Megapaket erworben werden. Sobald ein Megapaket erworben wurde, sind die anderen nicht mehr verfügbar. Deswegen habe ich nur das, weil ich das hier genommen habe. Mir hat nämlich nur noch ein Held gefehlt, das war Lucio, und der war in diesem Paket drin. Deswegen habe ich das genommen. Da seht ihr, kriegt 20 Helden für 100 Diamanten. Und diese Diamanten kriegt ihr vom Blizzard geschenkt. Ihr müsst sie nicht ausgeben. Ich habe es auch für Lucio gemacht, weil 100 Diamanten normalerweise will Lucio 1000 kosten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mehr, viel mehr. So, jedenfalls hier diese Helden gab es dafür. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Dann ist gerade Genji 750, also wird Lucio 500 bis 750 kosten. Kostet auch noch 15.000 Gold, kann ich mir also nicht leisten. Man kann gucken, in welchem Paket der verfügbar ist. Also man kann sich jetzt Genji noch für Diamanten kaufen, ansonsten später nur noch für Gold. Helden generell weiß ich gar nicht. Doch, geht glaube ich auch. So, dann die angebotenen Pakete, also für Skins. Die Skins kann man sonst nicht kaufen, sondern Blizzard will ein bisschen mehr Glücksspiel machen, so wie in Overwatch, dass man sich Lootboxen kauft. Man kann aber die angebotenen Sachen kaufen, also das heroische Paket Genji zum Beispiel, da ist der Held mit bei. Wenn man Genji aber zum Beispiel schon hat, wird das billiger. Ich habe zum Beispiel Uni Genji, deswegen wird das Paket günstiger. Ich guck mal, was mich das kosten würde, wenn ich... 280 kostet das zum Beispiel, weil mir nur einer fehlt. Und hier kostet mich das wegen Genji wahrscheinlich so viel, sonst würde mich das auch nur 500 oder so kosten oder 460, ich weiß nicht. Jetzt hat der Held mit drin, dann hier Uni Genji, da gibt es die drei Uni-Skins, die kann man aber alle so freispielen, also würde ich mir eh nicht kaufen.
Deswegen behalte ich meine Juwelen jetzt erstmal und kaufe mir wahrscheinlich später eher lieber Lootboxen. Und hier ist Cyberdämon Saria. Hier ist auch Aurea nicht drin, ne? Das sind also einfach nur Skin-Pakete. Und das dynamisch heißt einfach, dass wenn ich schon was habe, wird es billiger. Weil ich es sehr schön finde. So, dann Helden. Helden kann man sich, wie gesagt, auch für Juwelen kaufen. Hier kosten 750 die ganzen teuren. Guck mal, was ein billiger kostet. ETC ist billig. Ach, guck mal hier, Variant ist billiger. Kostet 375, ist gerade im Angebot. Achso, das sind empfohlene Helden, deswegen. Okay. Gehen wir mal runter und gucken mal nach einem billigen Helden. Wer ist denn billig? Rainer. Kostet nur 300 oder 2000 Gold. So, ich habe wie gesagt alle bis auf den neuesten. Genji, den kaufe ich mal so bei da, wie gesagt, bei 10.000 Gold angekommen ist. Und Helden werden nach und nach auch mal billiger. Kann man hier auch gucken, was für Skins es alles für Genji gibt. Welche Fähigkeiten und Talente hat, also eine ganz normale Heldenübersicht. Dann gehen wir mal zu den Skins. Es gibt empfohlene Skins. Hellentflammter Mini-Ragnaros, das ist der halt der gelbe. Kann ich mir entweder selber herstellen aus den Splittern oder für Diamanten kaufen. Achso, hier gehen aber auch nur die empfohlenen, okay. Warte mal. Okay, Helden kann man generell kaufen, bei Skins auch nur die empfohlenen. Zügig Chogun Antanis könnte ich mir noch kaufen, Gurgli habe ich. Sonja und blutrote Legionsrüstung, das ist sogar relativ billig. Könnte ich jetzt Geld für ausgeben oder halt meine Diamanten, die ich durchs Spiel bekommen habe, oder selber herstellen. Für 100, das ist spottbillig. Aber dann erst eher 1600. Das ist übrigens von den Preisen her exakt wie in Hearthstone. Also 1600 braucht man auch für eine legendäre Karte. Dann gibt es halt so ein paar neue Skins. Also Pyjama-Türen, drei verschiedene Farben, ist jetzt ein legendärer Skin, den gab es vorher schon. Dann gibt es den normalen Abatur in drei verschiedenen Farben. Warum ich die nicht habe, frage ich mich. Ich habe nämlich nur zwei. Also den hier müsste ich eigentlich auch haben. Vielleicht war mein Abatur. Doch, nein. Mein Abatur war hoch genug gelevelt, also ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Vielleicht haben sie auch einfach nur die Farbe geändert. Ach, dafür habe ich den jetzt. Stimmt, weil der alte Pink... Nee. Okay, irgendwas haben die ja kaputt gemacht. Also hier haben sie die Farbe gewechselt. Dafür fehlen mir eben... Nee, den habe ich bekommen. Also irgendwie haben sie die Farbe gewechselt, deswegen fehlt mir jetzt der dritte Skin. Obwohl ich Abatur ja schon hoch genug hatte. Und dann gibt es hier die drei Elite-Skins und... Ja. Bei Alarak, Herold von Zod, gab es halt auch in drei Farben. Imperialer Alarak ist die normale Färbung, Elfenbeinrüstung und Rubinrot. Und dann sein Elite-Skin, Anubarak, gab es einmal in so einem Liebeskäfer-Skin, dann einmal als Cyber-Käfer. Oh, da haben sie einen Skin hinzugefügt, einen vierten. Und der König, das sind die drei Elite-Skins und das hier sind zwei normale. Der dritte normale, den gibt es schon gar nicht mehr. Warum auch immer. Ja gut. 3 von 12, Moment. Aber der hier zu viel ist, na egal. Atanas gab es halt den Shogun, da ist jetzt auch eine Farbe mehr zugekommen. Als Richter gab es auch vorher, sind drei Farben. Der normale. Und der Elite. Na Moment, der normale hat auch einen Skin dazu bekommen. Und der Elite nicht. Normaler hat zwei Farben dazu bekommen, ne? Moment, Dailam Atan, das ist eine andere Farbe. Hierarch ist halt sein Elite-Skin, also hier fehlt auch wieder eine Farbe. Arthas, gibt es halt diesen Asia-Arthas, ist legendär. Dann der normale in einer anderen Farbe, der menschliche. Dann der Zombie-Arthas. Der Elite-Arthas und der normale Arthas. Auge gibt es halt jetzt neu in Sakura, also Kirschblüten, dann als Dämonen. Gibt es hier nochmal in Dunkel und... Dunkle Aurel, das hier ist völlig neu. Die normale Aurel, Elite Aurel, das hier ist wirklich ganz neu. Asmodan, ich denke mal, die wollten nicht immer verschiedene Farben, deswegen machen sie jetzt einen, der cool aussieht, das ist gut. Asmodan finde ich natürlich ziemlich cool, den werde ich mir wahrscheinlich irgendwann craften. Dann gibt es Asguldan, finde ich auch sehr cool. Ich werde mir das jetzt aber aufheben, falls Events kommen. Dann der normale Asmodan in verschiedenen Farben und Elite Asmodan. Ja, kennt man. Cassia gibt es als Piratin. Das ist der Skin, der mit ihrer Einführung gleich dazu kam. Ansonsten ihr normaler Skin und ihr Elite-Skin. Der normale Skin hat auch wieder nur zwei Farben. Chen gibt es als Kriegsmeister, den gab es vorher schon. Der hier ist neu mit dem Reisbauernhut. Braumeister. Wanderer war. Ne, das war der Elite-Skin und das war ein kaufbarer, glaube ich.
Das ist der normale Channel. So, ich gehe die jetzt alle rigoros durch. Das wird eine lange Folge. So, Chogai der Verderber gab es vorher. Magierfürst und Kriegsfürst. Und brutaler Kriegsfürst waren vorher. Warum auch immer der Magierfürst heißt, aber das waren vorher die Elite-Skins. Das ist der normale Skin. 1001 Chromie. Traumhafte Chromie, bezaubernde Chromie war ein extra Skin. Dämonische war ein extra Skin, der direkt mit dir rauskam. Das ist ihr Elite-Skin und ihr normaler Skin. Achso, der Standard-Skin ist hier nie drin. Na gut. Der Hacker, ich hab's halt in The Cyborg, jetzt gibt's noch einen vierten. Elite-DHK und den normalen. Diablo gibt's jetzt als weiblich. Das weibliche oberste Übel. Rede. Knie nieder vor dem obersten Übel. Das ist eben der weibliche Diablo aus Diablo 3. Dann gibt es hier noch als Erzengel, der ganz schön scheiße klingt. Der normale Diablo, Kaiju als Wasserungeheuer. Lurkablo als Murloc und Elite Diablo. ETC, Country, Glam Metal gab es schon, da gibt es jetzt auch eine vierte Farbe. Metal, das ist der Elite Skin, Black Metal. Feistart als Freibeuter fand ich schon immer geil, gab es früher schon. Sturmfürst finde ich auch cool, gibt es jetzt. Die drei. Dann die drei Elite-Skins und die zwei normalen. Vogelchen als Affe, gab es früher schon. Monarchen-Vogelchen finde ich super, hätte ich gerne, gibt es auch einen vierten. Elite-Vogelchen finde ich nicht so schick, wegen den Hörnern. Ja, dann will ich mir hier das Monarchen-Vogelchen. Oder das? Nee, dann schon das. Gaslow gibt es jetzt, Gaslow Mountain gab es früher schon. Zirkus-Gaslow gab es früher schon. Schmierfing, das ist der normale. Chefingenieur hier mit der Pickelhaube ist der Elite-Skin. Genji hat wie gesagt Uni-Genji in drei Farben. Denn als Drache drei Farben und den normalen Skin. Greymane. Als Zirkusdirektor ist jetzt ein vierter. Hier als Elite, so Van Helsing mäßig und der normale Skin. Spinnen-Guldan gab es vorher schon, ist auch ein vierter bei. Elite-Guldan, normale Guldan. Illidan als Phantom gibt es jetzt auch einen vierten. Anderer Dämoniker, das ist sein normaler Skin aus World of Warcraft quasi, also so hier, der Verräter. Nee, Moment. Der hier ist extra. Und hier ist als Chandogu sein Bruder. Der hier ist neu. So sieht er halt in World of Warcraft aus. Der ist nochmal ein bisschen anders. Sein Elite-Skin, sein normaler Skin. Der hier ist extra. Jaina finde ich ganz schick. Hier ihr Elite-Skin. Ihr normaler Skin, da hat sie ein paar neue Farben spendiert bekommen. Okay, eine. Und das hier ist ein kaufbarer Skin. Nee, das ist der Elite-Skin, der ist kaufbar. Johanna, Zauberbrecher finde ich ganz cool. Centurio fand ich nie so schick, ist auch, ne? Johanna in Kaminrot ist neu. Standard-Skin halt. Und hier Elite-Skin, Kratos. Cyberhawk sieht halt irgendwie schon fett aus. Und Stormpunk sieht auch cool aus, ist auch eine neue Farbe bei. Normale Farben. Und hier ist nochmal Sturmbot. Oh, das sieht cool aus. Das ist völlig neu. Und halt der normale und der Elite. Kerrigan als Cheerleaderin gibt es jetzt neu, sieht ganz cool aus. Ja, aber Königin der Ghost kann man einfach nicht. Das sieht ganz cool aus, ich mag nur die Farbkombination, die Farbe für ihn. Natürlich blau, sonst blau nehmen. Das hat ihren normalen Farben, denn als Succubus und jetzt noch als Dämonin zusätzlich. Der Elite-Skin ist nicht ganz so hübsch, weil wir haben natürlich schon einen Käfer auf dem Kopf und einen normalen Skin. Klar, da gibt es jetzt Bronze-Tiger, den gab es vorher schon, das ist halt zusammen mit der Chromie so in 1001 Nacht entstanden. Ist das Elite-Karasim? Ich glaube schon. Ja. Dann gibt es jetzt Krallen-Karasim, der ist an Wolverine angelehnt. Ne, das ist Elite-Karasim, das ist der normale Karasim. Dann ist das hier, ja, der Drache ist glaube ich zum Kaufen gewesen, genau. Super-Drachen-Karasim ist halt an Dragon Ball angelehnt. Das ist an Avatar Roku angelehnt. Und das ist hier an den normalen Avatar, glaube ich, angelehnt. In dem blauen Pfeil. Stitches, gibt es einen Chefkoch, gab es vorher schon. König Kleiner ist der Elite-Skin und ich finde den Milanen geil, weil ich dieses Symbol ja auch überall benutze. Das da. Euch kennen. Und Lila mag ich. Normaler Skin halt auch. Hat nicht so viel. Leoric, Space Lord geht natürlich voll klar. Als Wikinger natürlich auch. Gottkönig ist jetzt noch mehr Wikinger, finde ich auch cool. Elite sieht nicht ganz so cool aus wegen dem Papstheim. Und dann der normale Leoric. So, Lili. Schattentatze gibt es jetzt einen vierten. Dann rachsüchtige Schattenklinge ist jetzt nochmal ein Upgrade dazu. Ist neu. Als Entdeckerin gab es das. Das ist ihr Elite-Skin als Abenteurerin und ihr normaler Skin. Volleyball-Liming gab es vorher schon. Ja. Ja, jetzt Sailor Moon mit einem vierten Skin.
Ein normaler Skin. Sternkönigin ist jetzt auch neu. Ist ein Upgrade zu der hier. Normale Elite nehme ich. Mal kurz gucken, nicht, dass das was Wichtiges war. Moment. Was ist denn jetzt gerade passiert? Das war ja merkwürdig. So, Lost Vikings. Wikinger in Pyjamas gab es vorher schon. So. Sorry, war halb wichtig. Cyber Wikinger finde ich natürlich cool, habe ich hier auch schon. Und klassisch, das ist der Elite-Skin, glaube ich. Und Tel Morales gab es einmal mit Herzchen, ist auch eine neue Farbe. Apotheker finde ich richtig cool, werde ich mir irgendwann auch freischalten. Kostet nicht so viel, aber ich gebe das lieber für legendäre Skins aus. Dann der Elite-Skin, der hier ist an Samus Aran angelehnt, da gibt es auch eine neue Farbe. Und der normale Skin, ne? Lucio Repeat finde ich natürlich ganz cool, ist aber hier nur blau und nicht legendär wie in Overwatch. Dann sein Elite-Skin hier mit so einem merkwürdigen Helm und der normale. Lunara als Schildwache gab es vorher schon, ist auch eine neue Farbe bei. Dann gibt es sie jetzt als Wächterin, also ein bisschen Maiev-mäßig. Elite finde ich ganz cool mit dem großen Geweih. Mal ein normales Skin. Mal vorhören. Als Ruder Flamme ist, glaube ich, ein relativ neues Skin, ist aber nicht neu dazugekommen. Als Verräter wie sein Bruder. Sturmfeld ist natürlich ein geiles Set, würde ich sofort nehmen. Das hier aber das normale oder das hier wenigstens. Ist auch eine neue Farbe. Wegbehüter ist Elite, glaube ich. Und die zwei Zusatzfarben. Medivh, der geflügelte Rächer als Superheld, geht natürlich voll klar. Als normaler Magus. Und als Elite Medivh. Achso, nee, das sind die Elite, okay. Moradin als Marodeur geht natürlich voll klar. Zuckerkönig ist ganz witzig. Magni finde ich sehr cool. Gibt es auch einen vierten von. Herr Hochkönig? Müsste Magni nicht so aussehen. Achso, als Hochkönig der Allianz. Herr der Emea. Also Elite-Skin, so ein bisschen Northrend angehaucht. Murky. Herr Mümmel-Murky ist halt so Osterhasen-mäßig. Gogli finde ich dafür richtig cool. Und ich habe genau den, den ich haben wollte, den normalen blauen Space Marine. Elite geht auch, aber Murky geht an sich immer. Nasibor als Harlekin. Ratzenschädel gibt es jetzt auch eine vierte Färbung. Elite Nasibo, normaler Nasibo. Nova. Als Widowmaker gibt es jetzt drei Farben. Gab es vorher schon. Ich weiß nicht, an die ist irgendwas angelehnt. Das ist halt die normale. Gelb, keine Ahnung. Amazon Nova wurde ein bisschen umgefärbt wegen Cassia. Roller Derby Nova ist natürlich richtig cool. Ich habe leider die violette, ich will die blaue. Habe ich auch gerne drin. Als Phantom und Elite Nova, ja, nichts Neues, okay. Probius, ja, gibt es halt nicht viel Unterschiede, ne? Normaler Probius in drei verschiedenen Farben, Elite Probius in drei verschiedenen Farben und Terranisch halt auch in drei Farben, so ein bisschen weniger spacig, ein bisschen mehr menschliche Technik. Ragnaros gibt es leider auch nur die normalen Farben, dann Elite, ein bisschen mehr Rüstung, aber immer nur die drei Standardfarben und dann hier Mini Ragnaros auch in den drei Farben. Wobei Mini ganz cool ist. Ja, Marshall Rainer kennt man, Commander Rainer ohne Anzug kennt man auch, hat jetzt auch noch eine vierte Färbung bekommen. Commander America in drei verschiedenen Färbungen und Elite in drei verschiedenen Färbungen, wobei Elite auch ziemlich cool aussieht. Reger in der Eisenclown-Rüstung ist cool, vor allem weil der Wolf sich mit anpasst. Oh, hier gibt es noch leeren Clown als viertes. Dann seine normale, ne, der hier ist auch extra, das ist die normale. Dann gibt es hier die drei Elite. Rexa als Space Marine ist natürlich richtig cool. Frostlord finde ich auch sehr cool. Bestienmeister ist der Elite-Skin. Das ist der normale Skin. Samuro als Affenkönig geht auch voll klar. Oh, einen habe ich sogar. Ich mag ja diese Geschichte, ich will die auch unbedingt haben. Ist nur, glaube ich, ein bisschen teuer. Ja, Affenkönig als Höllenklinge auch cool. Elite sieht auch okay aus. Normal, Butcher. Schlechter List geht natürlich voll klar. Eiserner Schlechter geht richtig klar. Elite ist nicht so ein großer Unterschied. Sergeant Schicksalhammer finde ich ziemlich cool. Kriegsmaschine, da sieht der Panzer ganz cool aus. Es gibt sogar jetzt noch eine vierte in Neon. Ui. Normal und Elite. Ja, da hat sie nur so einen Halsrund. Der Panzer sieht ein bisschen anders aus. Sonja. Ja, super. Sonja ist mir ein bisschen zu abgespaced. Hier, die finde ich ganz cool. Vor allem, die hat sie manchmal mit Hut. Moment, zwei ohne Helm,
4 mit. Gut. Schlachtrüstung des Zorns. Achso, das ist Legionsrüstung ohne Helm. Setz 4 davon und dafür nur 2 hier. Noch eine Elite. Normal. Sylvanas. Waldläufer-Generalin. Verständlich, ist cool. Dann die normale. Oh, Kriegshäuptling Sylvanas. Ach, hier mit ihrer Brustrüstung, wo sie zugenäht ist. Also nicht zugenäht, sondern den Bauch nicht mehr frei hat. Dann noch als Elite und Kriegshäuptling Sylvanas von Nordend. Gut, so ein paar extra Färbungen halt. Tassada als Gruftkönig ist natürlich ziemlich cool. Farben. Den hier, Optimus Prime Tassada, schlägt natürlich keiner. Exekutor ist natürlich auch cool. Elite passt zu seiner Rolle, weil er Boss ist bei den Proto. Thrall, Erdbrecher, ist ganz cool. Der klingt nur scheiße. Höllenhammer ist, ja okay, ist halt Doomhammer, wa? Aber Weltenschamane Thrall. Ich habe ihn sogar. Ist natürlich der allerbeste, meiner Meinung nach. Tracer als Phantom, kennt man schon. Hat auch noch eine Farbe mehr bekommen. Dann gibt es jetzt Retro-Tracer und so ein paar normale Färbungen. Als Ghost nochmal extra zusätzlich. Und eben ihre Elite-Skins, auch hier schön in Punk-Style. Turbo-Slipstream, normaler Slipstream. Tyke ist als Sträfling, auch mit verschiedenen Färbungen. Hier sieht er so ein bisschen aus wie Bruce Willis. Was euch der Tyke ist, geht natürlich voll klar. Und hier Elite. Tyrael, dämonischer Tyrael ist richtig fettvoll mit den Flügeln. Als Seraph passt natürlich als Aufwertung und sonst Elite, auch mit den coolen Flügeln. Tyrande als Liebesgöttin. Adlerauge finde ich nicht ganz so cool, aber hat auch noch eine extra. Blutelfe passt natürlich. Wächterin passt auch sehr gut. Ansonsten als Elite, Hohepriesterin hier. So das Upgrade zu ihrer normalen, zu ihrem normalen Aussehen. So, Uta in der Rüstung des Richturteils. Kennt man schon. In verschiedenen Farben. Da gibt es jetzt Sulfuron Uta, der ist neu. Der hat eben den Hammer von Ragnaros an und hier so Stacheln drauf. Gibt es dann nochmal ein Dämonisch. Als Holzfällen gab es vorher schon. Ein Sanitäter. Ja. Großmarschall. Das ist die Großmarschall-Rüstung des World of Warcraft. Das ist halt Elite. Valera als Dämonjägerin. Blutfangrüstung ist natürlich in der klassischen Blutfangrüstung. Die ist cool. Das ist halt ihre eigene und die klassische. Da gibt es noch SE7 Valera, also Allianz. Malachit sieht ganz cool aus. Achso, das ist der Basis, genau. Gut. Valla als Sheriff geht klar. Engel habe ich, weil ich mir ihn gekauft habe. Valla in Gold-Gelb. Ordensmeisterin ist Elite, glaube ich, ne? Ne, das ist neu. Die beiden Ordensmeister. Das hier ist Elite und das sind die normalen. Varian als Logosch ist natürlich cool, passt auch zu seiner Story. Elite passt halt auch, weil das die Königsrüstung aus dem Film ist. Und das ist sein normaler Skin. Zul als Cobra-König kennt man auch schon. Neun. Elite Zul geht aber viel mehr klar, finde ich. Und jetzt gibt es noch Frost Zul extra. Zagara als Wüstenkönig wollte ich schon immer haben. Der hier ist neu, das sehe ich sofort. Da wüsste ich jetzt nicht welche. Ich glaube, ich hätte aber trotzdem gerne die rothaarige. Als Insekt, naja gut, normale und Elite Zagara. Geschmolzen sieht aber ganz cool aus. So, Sari hat hier diese Cyberrüstung, die ist neu. Donnerwache finde ich trotzdem noch ganz cool. Wobei dann aber eher die. Ansonsten hier noch Superschwerkraft, so eine halbe Superheldin und andere Färbung. Zergjäger, Zeratul, ja, Exekutor. Ist jetzt ein Upgrade zu den alten Kackskins, die er hatte, weil Hoher Templer sieht da nicht großartig anders aus. Da hat er aber seinen Zopf, habe ich gehört. Ja, normalerweise haben die dunklen Templer sich ihren Zopf abgeschnitten. Ronin hatte ich ja aus der Verkaufspackung, also man kann wirklich in den Laden gehen und Heroes of the Storm kaufen, da sind halt Skins drin und da ist unter anderem der drin und Helden und Mount. Dunkler Prälat gab es vorher schon und ein normaler Skin. Achso, das ist sein Elite-Skin. So, Zul'jin noch, Glutfist finde ich super geil, sein Elite-Skin geht aber auch voll klar. Also Reittiere. Empfohlene Reittiere kann man ja kaufen, Neon Phantasma. Phantasma gab es gleich vorher schon. Brutale Kampfbestie ist schlechter, ist ja gut. Und normaler Schimmel, warum ich den nicht habe, frage ich mich ja. Ich habe normale Pferde, Flammenrost, das Richterteil, gab es für ein Event. Dämonischer Höllenhengst ist neu, glaube ich. Der rote Hase, den konnte man vorher halt für Geld kaufen. Goldenes Nexus-Streitrost klingt neu. Vollblut des Marschalls, weil diese passen immer, gehören immer zu Skins, gibt es auch in drei verschiedenen Farben. Auch hier in drei verschiedenen Farben zu Uther-Skin. Maltes Geiltherap hatten wir in drei Farben. Tyrael-Streitrost gab es halt zu Tyrael.
Normales Pferd gibt es jetzt in ganz vielen Farben. Gepanzertes Schlachtross hatte ich schon. Das Regenbogeneinhorn hatte ich nie. Kann ich jetzt aber eben kriegen durch diesen Shop. Wildtiere, den Hirsch für die eine Saison. Teufelssäber eben für. Den konnte man, glaube ich, auch einfach nur kaufen. Das Huhn habe ich. Den Kriegsbär der Mani gab es zu Sul'jin. Das hat es in mehreren Farben. Hölleneber gab es zu Samuro. Tellenböckchen habe ich für den Einkauf bekommen. Löwen war von Greymane. Kann ich mir jetzt kaufen. Teufelsbüsche hatte ich. Wegen Legion, glaube ich. Also World of Warcraft Legion. Kampfbestie ist schlechter. War halt für diesen gepanzerten schlechter Skin. Terrorwolf, den habe ich gezogen. Aber auch nur in einer Farbe. Stux Goblin. Die habe ich alle freigeschaltet. Goldböckchen. Scheinchen, Kampfbestie. Stachelbewehrte Kampfbestie ist jetzt neu. Kann man sich jetzt extra noch freischalten. Mechanisch. Cyberwiller ist halt von Muradin neu. Nicht neu, aber kann man sich jetzt halt so freischalten. Das Orochi Hoverbike gibt es jetzt in ganz vielen Farben. Die kann man eben mit der ersten Woche der Herausforderung freischalten. Das Ghostbike wollen natürlich vieles, kann man sich jetzt kaufen. Phantasma kann man sich jetzt so freispielen. Der Sternbrecher ist Space Lords, ist natürlich richtig cool. Hier ist der Adler der Liga. Das ist der und der Phantomadler und noch ein dritter Adler. Für Werbt ein Freund. Den Lerngleiter gibt es für StarCraft. Ach, hier gibt es noch mehr Adler. Cyberwolf kann man sich auch kaufen. Den gab es, glaube ich, in irgendeinem Paket. Mechanisch bin ich für Facebook. Ja. So, magisch, da gibt es halt Meisterschaftsbanner 2017. Ist immer für irgendwelche Turniere. Herzblatt kann man sich kaufen. In verschiedenen Farben. Nimbuswolke kann man sich kaufen in verschiedenen Farben. Das Meisterschaftsbanner 2016 gab es zu Asmodank dazu. Ach, das hier gab es, glaube ich, dann zu Li Ming oder zu Kerrigan oder so. Das ist ein Sul vom Sul-Skin, von Li Ming, Cloud9 von dem einen Turnier, die Münze, die Hearthstone-Karten, den fliegenden Teppich kann man irgendwo zukriegen. Ach, den habe ich sogar. Ne, ich habe einfach nur zwei freigeschaltet. Okay. So, Banner. Da kann man nichts kaufen. So, Banner sind eine Neuerung, und zwar, wenn man ab jetzt Sachen einnimmt, zum Beispiel, warum läuft eigentlich kein Ton mehr? Wenn man Söldnerlage einnimmt, Forst zerstört etc., wird das eigene Banner da ausgestellt. Ich habe halt hier ein normales Nexus-Banner, dann kann man sich freischalten Warcraft-Banner, hier zum Beispiel das der Tauren, das der Allianz, das türkisblaue der Allianz, ein gelbes Banner der Tauren, Kriegsbanner der Allianz und so weiter und so fort. Die gehe ich jetzt nicht alle durch, ich scroll sie nur langsam mal durch. Protoss natürlich, Nerazim, das sind die dunklen Templer, Taldarim, das sind verschiedene Protoss-Stimme, Heide. Terraner, Terranische Liga und Zerg. Oh, Zerg-Banner sehen ganz interessant aus. Das Diablo halt für die ganzen Klassen. Das war's. Also für Diablo-Bösewichte gibt's gar nichts, sondern Overwatch, Oni-Genji, Genji, konisches Genji-Banner, ganz viel Genji, Overwatch, Overwatch, Tracer. Ja, keine Zarya oder Lucio oder so. Sprays gibt's jetzt. Nexus-Logo. Dann typische Warcraft-Sachen hier, Emblem von Argus, Emblem der Schmiede, also Allianz, Draenei, Zwerge, Gnome, Menschen, Nachtelfen, das sind glaube ich Worgen, Horne, Blutelfen, Untote, Goblins, Orks, Tauren, Trolle, Pandaren. StarCraft, Protoss, Terraner Zerg, Terranische Liga, Raiders, Raiders, Phantom Einsatz, Kommando Warpix, Diablo, Barbar, Dämoniker, Mönch, Hexen, Dr. Zauberer, die Standardklassen von Diablo 3, Overwatch, Uni, Genji, Lucius, Kambo, der Frosch von Lucio, Pew 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 von Tracer, Bären Wrestling mit Zarya und Rikimaru Sushi mit Marlox. Stilisiert, da gibt es so ein paar Memes. Comic Anhalt, Comic Funkelchen, Comic Jane, Comic Kasim, das ist dieses Success Kit, wird eigentlich nur Sand gegessen hat. Comic Lily ist angelehnt an Kermit. That's where you're wrong, kiddo. Psst, gibt es bestimmt auch eine Anspielung. Varian, der angepisst ist. Wie süßer Chogal. Papieriger, hier aus Papier halt noch so ein paar Helden. Papierstitches ist ganz gut. Dann als Tattoo zum Beispiel noch. Und animierte gibt es auch. Käse, der gegessen wird. Ganymed, Herzen, Makshimi, Pepe aus World of Warcraft, Regenbogenhänder und Totenkopf. Daumen hoch, Emoji Lunara, Schlechter, Arthas, Schatzgoblin, Morales, Sylvanas, Tracer, Tyrande, Zeratosaria, so.
Ansager ist jetzt auch neu. Man hat ja sonst immer den Standardansager, der ist dann immer der von der Karte, also zum Beispiel der Piratentyp, der Captain Schwarzherz, der Pirat. Man kann sich jetzt aber auch einfach neue Ansager freischalten. Ich habe zum Beispiel Arthas, ich nehme jetzt aber mal einfach, ich nehme gleich mal einen, ich höre mir nicht alle an. Ja. Bereitet euch auf den Kampf vor! Also eben so ein paar ausgewählte Helden aus Warcraft, aus Starcraft und aus Diablo habe ich nicht mal einen. Bereitet euch auf den ewigen Konflikt vor, Sterbliche. Und zum Beispiel der Schlechte, der Knoten nur. In StarCraft gibt es dann zum Beispiel Abatur. Kampf bevorstehend. Empfehle Vorbereitung. Kämpfen. Töten. Erobern. Also sie haben alle so ein paar spezielle Sachen, die sie ausmachen. Und ich habe ja so ein paar freigeschaltet. Hat jeder hält Sprüche, jeder hat einen Standardspruch, also Abatur hat zum Beispiel für den Schwarm. Oder da kann man so einen Spruch spammen. Inakzeptabel. Beispielsweise. Muss eliminieren. Keine Spuren zurücklassen. Ich überlege gerade, warte mal kurz. Wir sind hier alle Mons durchgegangen. Banner sind wir ja gut. Sprays. Auch durchgegangen. Ja gut, denke ich, die Ansage jetzt. Eine Ansage lohnt sich nicht. Für den Kampf bereit machen. Ich guck mal, ob es noch einen coolen gibt. Macht euch kampfbereit. Ist noch einen coolen. Alle auf sie mit Gebrüll! Freunde, es ist Zeit zu kämpfen. Ja, halt. Gibt's jetzt nicht viel Großartiges zu sagen. Die Sprüche stehen ja hier für den Schwarm. Auslöschung abgeschaffen, schlechte Sätze. Hör ich mir jetzt nicht alle an. Das Gift von der Ruhe. Jetzt hintereinander weg ein bisschen viel, glaube ich, und dann ist das Video am Ende 2 Stunden lang, das muss ja nicht sein. Ja, Togal zum Beispiel, da redet immer nur einer Vogelchen. Spaßig. Nein, nein, nein. Das tut nur weh, bis du tot bist. Ja. Schulchen macht keiner was vor. Ja. Für den Ruhm der Allianz keine Tränke. So, Emojis gibt's dann noch. Es gibt halt Standard-Emojis, Handzeichen, Smileys und Text. Warcraft, da gibt's halt für jeden Warcraft-Helden jeweils 2 Emoji-Packs. Starcraft für jeden Starcraft, die haben für den Diablo in Blizzard-Klassiker für die Vikings, in Overwatch für die Overwatch-Helden und verschiedene. Ich muss einmal essen hier, so mit so einem Murloc-Sushi oder Murky-Sushi. Handschuh-Handzeichen. Ork-Handzeichen. Party, Rest in Peace und süßer Text. Ja, Porträts, da muss ich mal wirklich reingucken. Also, Basisrahmen zeigt die Spielerstufe an. Heldenliga-Rang, Teamliga-Rang. Ja, ich nehme meinen Heldenliga-Rang, sobald er wieder da ist. Jetzt nehme ich erst den Basisrahmen. Also hier habe ich halt alle Porträts von den jeweiligen Helden. Jetzt schon geil, habe ich noch nicht auf Elite-Level hochgespielt. Das sind halt alle für Fortschritt. Und für Erfolge. Alpha, Beta, einiges Jubiläum, Facebook, bla 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 bla. Haben wir irgendwas Cooles? Irgendwas Neues oder Besonderes vielleicht? Schwarm-Evolution. 15 für Zagara und Abatur. Na gut. Zeichnung der Allianz. Draenei, Gnome. Achso, für jede Rasse, okay. Zeichnung der Horde. Schon mal ein extra Panda. Remastered. Gottkönig Leoric. Kerrigan, die Herrin der Leiden. Lili, die Schandklinge. Sturmbot, Keltas. Und Tracer als Ghost, also die extra Skins quasi. Gottkönig Leoric hat schon was. Mit Tusche gemalt, so ein paar Helden. Sepia, ein paar Helden, das ist ganz cool. Superhelden, um Gottes Willen. Diablo-Legenden. Tyrell. Hearthstone-Legenden. Oh! Und Warcraft-Legenden. Da gibt es die alten Sachen. Das ist natürlich ganz cool. Ich nehme jetzt mal Gottkönig Lyric, weil ich das ganz cool finde. So ein Stimpacks kann man sich natürlich auch noch kaufen, auch gleich für Diamanten natürlich, weil es wie gesagt jetzt die Echtgeldwährung ist. Also macht alles ein bisschen leichter.
Kann sich so ein 360-Tage-Stimpack holen, was gar nicht mal so schlecht ist. So, Beute haben wir alles gespielt. Haben wir. Eine Sache zeige ich jetzt noch. Ich nehme jetzt einfach mal. Wo habe ich einen legendären Skin? Moment. Uta? Ja gut, nehmen wir Uta. Muss ja irgendwo relativ da. So, dann kann man sich jetzt Sets festlegen. Drei verschiedene, den kann man einen Namen geben. Kann man mit verschiedenen Skins zum Beispiel spielen. Also ich habe hier ganz viele verschiedene Skins. Und natürlich den legendären. Gebe ich mir dazu ein Reittier aus und es geht auch hier. Natürlich passt ja das Ross des Richturteils am besten. Auch wenn es zu einer Farbe nicht passt. Ich könnte mir jetzt auch einfach nur so ein Pferd unter den Hintern setzen, will ich aber nicht. Dann nehme ich das mal. So. Als Banner nehme ich natürlich einen Warcraft-Banner, den Menschen, wenn ich einen habe. Ich habe einen Nachtelfen-Banner, dann nehme ich das normale Nexus-Banner. Sprays von Warcraft. Lordaeron natürlich. Oh. Ein Backup. So, Standardansager von Warcraft, haben wir da einen? Muradin als Kumpel. Aufgepasst, das wird ein kolossaler Kampf! So, ich habe keinen anderen Spruch für Uta, deswegen nehme ich für Lordaeron. Für Lordaeron. So, und der Rest ist natürlich immer wie immer gleich. So, und jetzt könnte ich mit Uta losspielen, dann kann ich im Spiel, das zeige ich dann in der nächsten Runde. Also mein Ross ist klar, Skin ist auch klar. Der Banner, das Banner wird aufgestellt, wenn ich was einnehme oder eine Festung zerstöre etc. Das steht an meinem Banner und die ganze Zeit. Mein Emblem des Mutes kann ich auf den Boden sprayen mit T. Muradin macht währenddessen die ganzen Ansagen fürs ganze Spiel und für Lordaeron kann ich sprechen, indem ich I drücke. Und wenn man das alles vergisst, kann man einfach X drücken, dann kommt so ein Rädchen, wo man sich dann eben das entsprechende Emote aussuchen kann. So, das war jetzt eine sehr lange Folge, um Heroes of the Storm 2.0 vorzustellen. In der nächsten Folge spielen wir dann Cassia oder das Heldenchaos. Ja, wie machen wir es? Eins von beiden, Cassia oder das Heldenchaos, und dann in der übernächsten Folge das jeweils andere. Das überlege ich mir noch ganz gut. Ja, das war's für heute erstmal mit Heroes of the Storm, mit Heroes 2.0. Ich bin auf jeden Fall super aufgeregt. Lootboxen öffnen macht mir super viel Spaß. Das mache ich auch sehr gerne in Overwatch und das ist echt ein super Ding, um, ja, nicht um Geld zu sparen, sondern um so ein bisschen angefickt zu bleiben. Und dann, wenn Events sind, also zum Beispiel zu Weihnachten kommen bestimmt Weihnachtsskins. Ich muss mich mal strecken. Weihnachtsskins wie in Overwatch. Und dann geben die Leute bestimmt richtig viel Geld aus, um mit Glück an diese Skins reinzukommen, wenn man die dann bestimmt nicht mit Edelsteinen kaufen kann, genauso wie in Overwatch halt. Wobei in Overwatch kann man, glaube ich, eh nur Lootboxen kaufen, also ich weiß nicht, wie es hier dann im Endeffekt ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir machen, wie gesagt, ich mache nächste Runde erstmal Cassia und Hanamura, um das abzuschließen. Und übernächste Folge dann das Heldenchaos. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.